Auf dem Konto der Gralsheimer. Die Titans belegen momentan den vorletzten Platz. Nach 5 Spielen nur 1 Sieg gegen 4 und haben aktuell 2 Punkte. Damit gebe ich jetzt ab an den Kommentator Jonas. So, ihr hört's, die Halle füllt sich, die Halle wird laut und unsere Spieler dürfen bald einlaufen. Und jetzt lassen wir mal die Atmosphäre auf uns wirken hier.
gleich geht's los. Mal eine kurze Aufwärmphase und dann legen die Jungs los. Ah, ja. Und heute an meiner Seite ist mein Gastkommentator, ein Mann aus Dresden, der Gustav, der wird es heute mit mir zusammen machen. Super toll, dass da jemand mitkommen ist, das macht es um einiges einfacher. Und dann, ja. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich als Ehrengast hier im Stream mitwirken kann bei euch. Hab mir das auch vorher angeschaut und ihr macht eine sehr schöne Produktion. Das ist also wirklich eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Und ja, gleichzeitig natürlich kann ich auch unser Team, mein Team mitverfolgen und auch mal auswärts dabei sein. Ist eine schöne Gelegenheit für mich. Ja, Gralsheim momentan auf dem sechsten Platz. Ja, sechster Platz mit 3 Siegen, 2 Niederlagen. Bis jetzt auswärts besser gespielt, aber auch nur knapp verloren. Bei Dresden genauso. Eigentlich nur knappe Niederlagen. 15. Platz, aber nach 5 Spielen sagt nichts. Bei Gralsheim sieht man es auch, es sind glaube ich 5 Teams, wo die gleiche Bilanz haben da oben. Genauso unten müssten es auch 4 oder 5 Teams mit der gleichen Bilanz sein. Also ja, also es geht schon sehr eng also zur Sache hier zum Beginn der Saison. Und du hast es gerade angesprochen, eigentlich Dresden auch bisher mit knappen Niederlagen, außer gegen Favoriten Gotha. Da hat es eine herbe Niederlage drin, gegeben. Genau. Aber sonst 2x2 Punkte. Ja. Das ist wie die letzte Niederlage von Graz, das ist der letzte Wurf. Wenn er sitzt, hat man es, wenn er nicht sitzt. Ja. Warst du denn mit dabei beim Derby? Nee. Warst du nicht mit dabei? Nee. Aber ich habe es von zu Hause angeschaut. Okay. Weil Kirchheim hatte auch einen Livestream. Ja. Aber ja, muss ein Top-Spiel gewesen sein. Ja, 84, 86 auch offensiv. Ja, es ging die ganze Zeit hin und her. Keine Mannschaft konnte wirklich davonziehen. Und dann halt von Kirchheim der letzte Wurf saß. Dann haben die Merlins, ich meine, mit 3 oder 4 Sekunden noch einen Angriff, wo dann Chase Griffin einen Meter von der Dreilinie entfernt abgesprungen ist, geworfen hat und eben am Ring. Also. Ja. Ja, und Kirchheim, die hatten schon, ich glaube, ihr drittes Spiel oder zweites Saisonspiel mit einem Buzzer gewonnen. Ja, gegen uns ihr erstes Saisonspiel, also gegen Dresden 92-90. Also die sind momentan ganz oben drin, weil sie eben die knappen Spiele für sich entschieden haben. Weil sie am Ende ziemlich stark sind. Genau. Wenn es drauf ankommt, sind sie da. Ja. So, ja, die Keyplayer auf Merlins Seite, Chris Dunn. Er hat Qualitäten, aber er muss jetzt langsam auch mal auspacken hier. Vor allem jetzt, nach der Niederlage, ist es mal an der Zeit, dass die Merlins mal wieder zeigen, was sie drauf haben. Vor allem auch Chris Dunn. So. Ja. Klar, also Christopher Dunn, muss Dresden aufpassen, das ist ein erfahrener Spieler. Der wird sich heute um Randall Holmes kümmern müssen. Ja, Jean, die Keyplayer. Also seine Chase Griffin, wie ich schon gesagt habe, und eben Randall Holt mit 20,6 Punkten, einer Dreierquote von 57%. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Eindeutig der wichtigste Spieler. Ja, und bei dem muss es laufen, sonst ist nämlich auch das restliche Team unter Druck. Und das hat man auch in Gotha gesehen, wo sie deutlich verloren haben. Da hat Randall Holt nicht so gut gespielt. Ja klar. In den anderen Spielen hat er aber seine Mannschaft wahrscheinlich geflügelt. Wenn man halt so ein Spieler hat mit 20 Punkten, ist man halt deutlich abhängig. Wenn bei ihm nichts läuft, dann... Ja, ja, aber genauso wichtig auf Dresdner Seite Robert Stirner, 17 Punkte, 8 Rebounds im Schnitt. Also der spielt auch bisher eine Top-Saison. Und da muss Kreisheim auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall. Ja, das wird super spannende Matchup. Ich freue mich auf ein Spiel auf Augenhöhe. Wie geht's dir? Ja, ich glaube auch, dass es ziemlich eng wird. Und ja, schauen wir uns an, was passiert. Und wie wir sehen, haben wir das Duell Chris Dunn gegen Randall Holt, oder? Ja, Randall Holt gegen Chris Dunn auf der Aufbauposition.
Ansonsten für Dresden Yusuf El-Domjati, Helge Baues, Robert Störner und Walter Simon in der Starting Five. So, jetzt offene Dreier für Chase Griffin. Ja. Das ist euer Scharfschütze, ne? Ja, den muss er nehmen, er hatte den Meter Platz. Und jetzt Defense. Erstes Foul. Chase Griffin. Ja, man sagt ja, Gralsheim sei defensiv stark. Also, jetzt werden wir jetzt gleich sehen, ob es funktioniert mit der Defensive oder. Ja, also Gralsheim, glaube ich, eines der defensiv stärksten Teams der Liga. Ja, ihr habt auch, und der Stil von Christian. Ja, ihr habt auch bisher deutlich weniger Punkte also kassiert, sagen wir mal. 150 Punkte weniger als wir. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja. Ja. Und das war Michael Joost, glaube ich. Zuckerkotti. Zuckerkotti. Okay, ja, Nummer 11. Okay. Ja, Nummer 11. Und jetzt? Schwieriger Wurf. Ja, Nummer 11 gegen Nummer 11. Helge Baues mit dem schwierigen Wurf, den kann man eigentlich gar nicht treffen. Über den Center drüber. Jetzt wieder Zuckerkotti, gleiche Position. So, und Dresden schon mit dem zweiten Ball. Zweiter Turnover, ja. Sehr schnell, zwei Turnover. Die Offensive muss noch etwas in Schwung kommen. Ja, bei den Turnovern, ich habe gerade mal geschaut, nehmen sich beide Teams nichts. Etwa 15 im Schnitt, also das ist nicht gut, aber ist auch nicht so schlecht. Ja. Aber Dresden ist anfällig für Turnover, vor allem auch, wenn sie auswärts spielen müssen. So, schon wieder. Schon wieder Turnover. Dritter Turnover. Wir müssen aufhören, über Turnover zu sprechen. Drei Angriffe, drei Turnover. Jetzt sollten sie langsam mal unter Korb kommen und Punkte machen, weil wir wollen ja hier interessante Spiele sehen. Wobei Gralsheim auch nicht wirklich viel aus den Turnover machen kann. Ja. Weil wir haben jetzt drei Turnover Dresden und immer noch zwei Punkte nur Gralsheim. Ja, also Gralsheim offensichtlich auch mit Start Schwierigkeiten, möchte ich nicht sagen, aber vor allem Dresden sichtlich beeindruckt hier von der Atmosphäre in der Halle, und die ist auch großartig, also muss man einfach sagen, es ist wirklich schön hier dieses Spiel miterleben zu dürfen. Ach, schöner Pass. Und das war jetzt Michael Joost, oder? Ja, das war Michael Joost. Sehr gut. Muss auch unsere Spieler auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Ja. Das schöne Behind-the-Back-Pass von unserem Center. Und nächster Turnover. Nächster Turnover, Walter Simon. Walter Simon schon zwei Turnover, es ist gar nicht seine Art. Und das, nächster Turnover, diesmal auf Gralsheimer Seite. Also Turbulenz. Turbulenz. Sehr viele Turnover. Wir haben jetzt 5 oder 6 Turnover. Titans haben 4 Turnover, Gralsheim erst 1. Ja, aber 5 Turnover nach 3 Minuten ist schon heftig. War das der nächste Turnover? Nee, es war ein Wurf, der hinten auf dem Ring fiel. Dreier. Und nächster Turnover. Wir sprechen eindeutig zu viel von Turnover. Lass uns darüber was anderes sprechen. Ja. Jedes Mal, wenn das Wort Turnover fällt. Wir können ja unsere Emotionen so ein bisschen hochschalten. Und nächster Ballverlust. Aber trotz, das wird nicht schön. Trotz diesen 6 Ballverlusten auf beiden Seiten insgesamt immer noch 4-0. Also ja. Beide Mannschaften können nicht wirklich was aus dem. Schon wieder. Wahnsinn. Absolut spektakulär aus negativer Sicht hier, diese Startphase. Und jetzt Michael Joost mit 3 Punkten. Michael Joost ist eigentlich nicht der Spieler, der die vielen Punkte macht. Hat jetzt aber schon. Es waren nur 2. Laut Anzeigetafel nur 2, okay. Also dann war der Fuß auf der Linie. Und schon wieder Turnover. Diesmal der Turnover durch eine rutschige Halle. Nächster Dreier. Nein. Das wäre ja zu schön gewesen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Oh. Ja, Ball bleibt bei Dresden. Ja, Dresden hat Glück gehabt. Also kopflos ist noch eine schöne Umschreibung. Ja, also der Spieler Dresdner gefällt mir persönlich natürlich überhaupt nicht. Nee, also Wahnsinn. Nicht, aber auf beiden Seiten. Auch Gralsheim hat auch viele Angriffe durch die vielen Turnover, wo sie auch viel zu wenig draus machen. Ja, und jetzt wird Randall Holt vielleicht das Zepter übernehmen. Helge Baues. Dreier, das ist gut für Dresden. Ja, das freut mich persönlich natürlich. Ja, das sah gut aus, der war frei.
Da muss die Defense hinterher sein. Ja, und Dresden muss das hier heute eindeutig über die Verteidigung auch gewinnen. Also Verteidigung, klare Schwachstelle, Rebounds, der nächste Schwachpunkt. Stichwort Verteidigung. Ja. Und Randall Holt macht ihn. Und wollte noch ein Foul, so wie es aussah. Ja, 6-5 und fast schon die Hälfte der ersten 10 Minuten vorbei. Post-up. Ja, ja, das macht er gerne. Ja. Ah, jetzt Chris Dunn. Ah, ich hätte gedacht, den macht er rein. Ja, ich dachte auch, so frei wie er war, muss er eigentlich sitzen. Und wenn du holt ins Gesicht. Der ist frech. Das ist ein frecher Typ. Das kann ich dir also ja, hier unterschreiben, hier und jetzt. Aber gerade bei diesem Spielstand, auch für die Spieler, wenn so viele Turnover passieren, dann fallen da die freien Würfe nicht, weil einfach die Sicherheit fehlt. Ja. Also hier ist eindeutig viel Nervosität im Spiel. Das spürt man bis hier oben. Und gute Verteidigung wurde hier bisher eigentlich auch noch nicht gespielt. Nee. Also die Ballverluste alle wirklich eher fahrlässig. Ja, ja, ja. Gerade so Pässe über die komplette Zone, die man eigentlich nicht laut jedem Coach nicht spielen soll. Die jeden Coach zur Weißglut bringt, dieser hohe Pass über die komplette Zone, weil da bekommt garantiert irgendein Verteidiger seinen Finger dazwischen, die kommen nie an. Ja. Und ja, wie vorher schon erwähnt, für so viele Turnover haben wir nur relativ wenig Punkte gesehen. 9 Turnover in 5 Minuten, Jonas. Ja. Wirst du verrückt? Also er ist schön vom Einwurf gedacht. Den nimmt er. Ja, den macht er. Ja, ist auch, das ist ein guter Wurf in Transition, als Shooter den zu nehmen, ist absolut Gold wert. Ich finde auch, Chase Griffin hat auch von der Technik her einen wunderschönen Wurf. Und jetzt? David Stoner hat sich den Rebound gekriegt. Rebound hat aufgepasst. Ja, aber auch unnötig schneller Wurf von Sebastian Heck. Ja. Also absolut überhastet, übereilt. Luca Cotti. Ja, fast drin. Aber war auch etwas überhastet. Aber gut, der hat 189 Mal für die finnische Nationalmannschaft gespielt, der wird wissen, was er macht. Ja. Okay, das ist interessant. Ja, 100 ist finnischer Rekordnationalmannschaft. Nächster Ball bei Lust. Finnischer Rekord, Wahnsinn. Ja gut, also, aber diesen Turnover jetzt, den kann man nicht wirklich, also der sollte eigentlich gar nicht aufgeschrieben werden, weil schlechter Pass. Ja, dann kann der Center vorne nichts dafür, da muss der präzisere Pass kommen. Ja, allgemein habt ihr hier irgendwie einen finnischen Einschlag, oder? Eure beiden Trainer, die sind doch auch aus Finnland, ja, oder täusche ich mich? Ja, der Trainer kam ja letzte Saison am Ende schon in der BBL, hat jetzt diese Saison seinen Co-Trainer dazugeholt und dann auch den Center verpflichtet, mit dem er selber auch schon Nationalmannschaft gespielt hat. Also die kennen sich von der Nationalmannschaft, die zwei, unser Center und unser Head Coach. Das ist ja eine sehr schöne Konstellation, das gelingt, glaube ich, selten. Also ist mir bisher noch nicht so untergekommen. Nee, das ist schon... Dass der Coach dann seine ehemalige Mitspieler verpflichtet. Ja, und dass das auch vom Niveau her ungefähr so passt. Ja, ja. Gotti, der macht im Schnitt 10 Punkte, 6 Rebounds. Ja, der 3 Assists, auch, der ist ein ordentlicher Allrounder und eine wichtige Größe. Hat auch letzte Saison in Finnland auch irgendwas mit 12 Punkten und 8 Rebounds oder so. Also auch nicht die großen Stats aufgelegt, dass der... Ja, aber hat gute Wurfquoten aus dem Feld, über 50%, über 80% Freiwürfe. Ich finde auch, wenn man öfter sieht, wie er manchmal den Ball über die Mittellinie bringt, er wirkt sehr routiniert und sehr ruhig. Auch für seine Größe, dass er mit dem Ball nach vorne geht, sehr ruhig. Und ist auch gut, so einen Mann um den Korb zu haben, der einen Überblick hat und die Ruhe. Er hat ja auch junge 35 Jahre auf dem Buckel. Ja, genau. Da kann man ihm schon mal zutrauen, ein bisschen Erfahrung mitzubringen. Genau. Also es ist auf irgendeine Art und Weise spannend bisher, aber qualitativ echt qualitativ unten. Sehr niedrig. Sehr weit unten. Sehr weit ganz freier Wurf für Bisocki. Macht er. Vorne ist frei. Jetzt Daniel kam Krause. Der präzise Pass und es funktioniert. Ja, da ist Daniel Krause auch schon früh gestartet. Deutlich Vorsprung gehabt.
Randall Holt wird verteidigt von Jeremy Woods, unser, ich sage jetzt mal, Elite-Verteidiger, also der Defensivspezialist, der Grazheimer, verteidigt den. Ja, ist das die Nummer 12? Ja. Jeremy Woods, okay. Ja, also er spielt ja eigentlich nicht so viel. Er spielt nicht viel, aber immer wenn es drauf ankommt, auch beim letzten Spiel am Ende, wo es wichtig war, haben sie den auch gebracht. Oh, Martin Bogdanov vergibt. Den muss er machen. Also das ist sehr leichtfertig vergeben. Eigentlich eine schöne Aktion, bis zum Korb gegangen und hat er gedacht, wow, hier ist niemand. Und dann ging er nicht rein. Hilfe, ich bin so frei, was mache ich? So, jetzt Greg Bradshaw auf dem Platz mit der Nummer 23. Unser Sunny Boy, der zu jedem Heimspiel eine neue Frisur trägt. Hat er nicht eigentlich blonde Haare? Also so richtig, richtig blond. Beim ersten Heimspiel hatte er lange dunkle Haare. Ja. Beim zweiten Heimspiel hat er lange blonde Haare. Und mittlerweile hat er sich die Haare abrasiert. Also ich weiß nicht, was nächstes Heimspiel kommt. Okay. Der kann auch springen, die Sau, oder? Ja. Er hat Sprungkraft. In seinen College-Zeiten hat er noch öfters mal mit beiden Händen gestopft. Also der hat Sprungkraft. Und Jeremy Woods. Ja. In and out. Die Socki hätte den Rebound auch schon haben können. Da stand etwas desinteressiert neben dran, aber gut, oh, faul. Ja, er hat, ich glaube, er hat um den Block gefasst. Sobald der Arm um den Block rumgeht oder um den Gegenspieler rumgeht, wird immer abgeschnitten. Ja, aber er macht Druck und er ist auch bekannt als kluger Verteidiger. Ja, ja. Deswegen, das war wahrscheinlich eng. Beim nächsten Mal wird er besser aufpassen. So, noch 2 Sekunden. Muss er werfen, aber hat er nicht mitbekommen. Hat das Team nicht aufgepasst? Das ist, die Frage stelle ich mir mal, wie kann sowas passieren? Ja, ja. Also das muss doch klar sein, dass irgendwann die 24 Sekunden alle sind, aufgebraucht normal sind. Normal muss der Aufbauspieler muss es im Blick haben und seinen Teamkollegen signalisieren, Jungs, wir haben nur 2 Sekunden, werf das Ding mal. Ja, oder jeder muss eigentlich rufen, wirf ja, das genau. Ding, verdammt. Klar, dass der Spieler, der mit dem Rücken zum Korb aufpostet, die Wurfuhr nicht, die Shotclock nicht im Blick hat. Aber er kann sie eigentlich auch auf der Seite sehen. Ja, ne? Aber der Rest vom Team soll den schon darauf aufmerksam machen. Dass da auf jeden Fall. War das jetzt Jump-Ball-Situation? Ja. Ja. 11 zu 10. Die Mannschaften haben sich gerade so in den zweistelligen Bereich gerettet hier im ersten Viertel. Das wollen wir gar nicht erst hochrechnen. Da wären wir blöde. Ja, das ist einfach noch ein Zeichen von Unaufmerksamkeit, wenn dann sowas passiert mit der Shotblock, dass die abläuft, dass die... Ja. Aber ja, das ganze Spiel ist noch etwas unruhig. Schöner Pass, der kommt irgendwie an. Und Block. Pat Flomo. Block von Julian Flomo. Pat Flomo. Patrick Pat Flomo, okay. Patrick, ja. So, macht im Schnitt einen Block, den hat er jetzt weg. Dann schauen wir, was passiert. Oh, RJ Price. Er hat Greg Bradshaw nicht aufgepasst, war auf der falschen Seite, aber er nutzt ihn nicht. Und jetzt? Also ich stelle mal die These auf, dass uns dieses Spiel hier gegen alle Statistiken verstoßen wird. Ja. Die bisher also aufgestellt bis jetzt wurden. Sieht so aus. Guck mal rein hier. In unser schlaues elektronisches Buch. Vor allem die Turnover-Anzahl. Guck dir mal die Feldquoten an. Also wir werden das gleich nochmal auswerten. Ja. Jetzt erstmal noch 30 Sekunden, dann ist das erste Viertel Geschichte. Offener Dreier. Ja. Ja, macht er. Den macht er mit seiner Erfahrung. Ja, komplett frei und außerdem, ich glaube im Scouting steht offiziell drin, der wirft gut aus der Ecke. Ach so. Warum man den dann so frei stehen lässt, weiß ich nicht. Ja, dieses erste Viertel könnte man noch als gegenseitiges Abtasten beschreiben. Ich hoffe, das wird im zweiten Viertel besser. Ja, solange es spannend ist, habe ich eigentlich gar nichts dagegen. Oh, Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, Sebastian Heck war das. Ja, der war. Ex-Jugendnationalspieler. Hat da sogar Kontakt gehabt, aber sowas kann man nicht pfeifen. Aber schöne Aktion, gebührender Abschluss, Dreier und spektakulärer Rebound. 14-12. Ja. Viele Turnover und es passiert nichts. Ja, aber ich glaube, die zweite Hälfte des ersten Viertels war in Ordnung. War besser. In Ordnung. Also wenige Turnover, zumindest weniger und mehr Kontrolle im Spiel. Ja. Ja. Kann man
kann man zufrieden sein. Also, wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder zurück. Der Werbung und es geht direkt weiter mit dem Einwurf und Ball im Spiel. Ich finde es sehr schön, dass auch hier in Greifswald wie in Dresden die Zuschauer aufstehen zum Auftakt des Viertels. Ja. Das ist eine sehr schöne Geste, bringt Stimmung in die Halle und Patrick Flomo beflügelt die Spieler, wollte ich gerade sagen, genau in dem Moment. Hat funktioniert. So, der Score stimmt gerade nicht, 16-13, Dresden nur 12 Punkte, also nicht wundern für sie zu Hause. Sebastian Heck ist das. Wieder ein wilder Rückschritt, also total unnötig in meinen Augen. Das hat man ihm aber, glaube ich, auch angesehen, dass er den irgendwie nicht so haben wollte, aber dann halt doch genommen hat, weil er war irgendwie vor sich rum. Fletcher steht im Aus. Ah, ich dachte gerade, da war ein Foul. Naja, das Typische, ich stehe genau in der Linie und habe meinen Fuß, um Schwung zu holen, hole ich den nach vorne und trete eben auf die Linie dabei. Ich bin gespannt, ob sich Dresden jetzt beeindrucken lässt von der Kulisse oder ob die langsam mal ihren Stil finden. Nee, die lassen sich noch beeindrucken. Und? Ah. Ja, den wollte Martin Bogdanov nehmen. Er ist ja als Catch-and-Shooter bekannt. Oh, unsportlich, faul. Wahnsinn. Also ich bin ja Kralzheimer, aber... Das muss man nicht geben. Ich hätte es jetzt nicht unsportlich gepfiffen, weil es war ja... Nee, das ist ein hartes Foul, ja, ganz klar. Da muss man auch jetzt nichts drum rumreden. Also, man kann dann, das vielleicht pfeifen, aber... Ja, aber wenn die Spieler dann teilweise mit beiden Armen um Gegenspieler rumfassen und dann kein unsportliches Foul bekommen, dann kann ich so eins nicht pfeifen, aber... Das ist genau richtig. Es muss eine klare Linie geben. In dem Fall ist das streitbar. Und Patrick Flomo trifft seine Freiwürfe. Das ist nicht seine Stärke. 4 von 16 in der Saison. 5 von 17 bis jetzt. 6 von 18. Ich glaube, der hat unter der Woche noch Freiwürfe trainiert. Ja, sie sahen auch sehr souverän aus. Ja, also. Aber das ist schon ein Momentum-Kipper jetzt hier, ne? Dass Greifswald das Foul so gepfiffen bekommt. Aber gut, Dresden muss damit zurechtkommen. Die haben sich das selber zuzuschreiben. Und wenn dann der Spieler, der eine unterirdische Freiwurfquote hat, auf einmal seine Freiwürfe trifft und Offensiv-Rebound. Isoki gleich mit dem nächsten Dreier. Isoki. Wahnsinn. Ja, da wollte er es beweisen, was er drauf hat. Und jetzt wird es langsam eng für Dresden. Jetzt müssen sie langsam dazwischen kommen, weil ansonsten geht es ziemlich schnell nach oben weg. Weil der Kralsheim läuft jetzt. Ja. Genau so und ist es. Der Defensivspezialist und Ball für Dresden, weil es war ja Viertelpause dazwischen. Absolut unerklärlich und auch unverzeihlich eigentlich, wie Dresden hier dieses Spiel startet. Also kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Hat ab dem angeblich unsportlichen Foul angefangen, wenn man das Pfiffen kriegt. Ja. Dann regen sich alle Spieler auf, weil sie ja meinen, sie haben keinen Unsportlichen. Jetzt Randall Holt.
Da stand er, der Sensor. Ja. Und nächster Dreier? Nee. Ah, nee, nimmt er nicht. Und Sport ist es gegen Kevin Wysocki. Konrad, sorry. Ah, der hat einen Bruder, der heißt Kevin, oder? Ah, kann sein. Er hat auf jeden Fall gut, aber... Ja, das man sieht, die Schiris haben auf jeden Fall eine Linie, weil es war gerade auch so, muss man nicht geben, aber... Ich glaube aber, das Foul ist nicht beim, also wirklich am Ball passiert, nee, sondern... Nee, das war danach, wo man mit dem Arm reingefasst hat. Davor. Das war davor? Davor, ja. Weil Randall Holt hat den Ball weggetippt und dann hat Wysocki sich in den Weg gestellt. Ah. Ich glaube, das war die Entscheidung. Ich dachte, alles andere war clean, glaube ich. Ich dachte beim Zurücklaufen, wo er nur so reingefasst hat. Nee, aber also ich weiß es nicht, natürlich, aber es sah so aus, als ob das eher dieses in den Weg stellen war, weil der Weg frei war für Randall Holt zum Ball. Aber auch das, in meinen Augen, hat man auch ein normales Foul pfeifen können. Ja, genauso wie bei der ersten Situation. Unsportliche Fouls, den muss man nicht pfeifen. Das Witzige ist, ich habe letztens mit unserer Nummer 8, Walter Simon, drüber gesprochen. Der meinte, ja, also wenn man ihn mit links dribbelt und von rechts einer kommt und fault, dann ist das quasi schon unsportlich. Weil irgendwie die Regeln so klar krass verschärft wurden. Also ich weiß theoretisch nicht. Ist es ja so, dass sobald ich reinfasse, ohne Chance auf Ballkontakt. Was ja eigentlich bedeutet, sobald ich mit der rechten Hand und er dribbelt mit links, also von der anderen Seite reinfasst, habe ich ja im Prinzip eigentlich keine Chance auf den Ball, aber das ist ja immer so eine Auslegungssache. Ja. Wann hat der Spieler jetzt eine Chance auf den Ballkontakt? Aber ich finde auch, man muss den Sport nicht verweichlichen. Ja. Also das, die Spieler sollen schon merken, was sie dürfen, was sie nicht dürfen natürlich, aber sowas. Ja, das darf man es gerade sehen. Randall Holt, offener Wurf, macht doch. Muss er machen, ist ganz wichtig. Jetzt haben wir doch die Anzeige im Stream, stimmt. Die haben hier nämlich in der Halle auch auf 15 korrigiert. Ja. Jetzt passt schon alles. Mit dem Dreier trifft er nicht. Randall Holt geht ab. Ah. Eine Krause für 3. Und den macht er rein. Also Dresden schafft es jetzt irgendwie, sich wieder zu fangen. Ja, da sieht man, wie schnell das geht. Kralsheim 2 Würfe nicht gemacht. Dresden 2 Angriffe getroffen. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte. Schon wieder auf einer Dreier. Offensiv-Rebound und Foul. So, und hier, also nach der Logik, wie sie bisher gepfiffen haben, hätte auch das ein unsportliches Foul sein müssen. Er hat sich am Arm gehalten. Ja. Ja, und der ist also ein Kopf kleiner. Ja. Der kann sich nur mit einem Foul helfen. Ganz theoretisch unsportlich. Aber zum Glück haben sie es nicht gepfiffen. Zum Glück. Ja, das wollen wir auch nicht, dass hier nur unsportliche Fouls gepfiffen werden. Ja, vor allem, was ist dann wirklich ein richtig unsportliches Foul? Also unsportlich heißt für mich auch immer so ein bisschen mit böser Absicht. Ja, so dieses, wenn hier einer einen offenen Layup hat und ich springe dann hinterher und räume ihn noch in der Luft ab. Ja, und das ist ganz klar unsportlich. Was sollte man auch unterbinden. Aber wenn es unterm Korb mal ein bisschen rappiger zugeht, das ist eben Basketball. Und das sind alles große Jungs, die können das ab. Ja, genau, deswegen sind die ja so muskulös, dass sie sich ein bisschen so gegenschucken können. Und das will man ja auch sehen als Fan, dass da ein bisschen Action geboten ist. Weil wenn wir da alles, was an Kontakt da ist, als unsportliches Foul abpfeifen, dann haben wir irgendwann hier noch 5 Steph Currys auf dem Feld rumrennen, die nur noch von der Dreierlinie abdrücken. Ja. Und das will ja keiner. Schön gemacht. Der ist gut. Eigentlich schwieriger Wurf, da die Hand war da und offener Dreier. Und Rebound. Da war sehr offener Dreier, hat irgendjemand in der Verteidigung gefehlt. So, Chase Kübel punktet hier fleißig. Ja, war auch schon im letzten Spiel ziemlich stark, wobei er da viele Dreier geworfen hat. Oh, offener Layup. Ich habe das Gefühl, Chris Dunn kommt noch nicht so ganz, ist noch nicht so ganz angekommen. In der Saison, meinst du? Er wurde als Spieler bekannt gemacht mit Die haben da nur relativ wenige Kurzeinsätze bekommen, aber man sieht schon, Pro A können sie, vor allem Martin, da haben wir gerade die Cheerleader stolpern sehen. Sie können sie sehen.
So. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir hier schon fast Halbzeit haben bei 29 zu 20. Ja, es ist so ein Ende erstes Viertelergebnis. Ja. Und das hat ja ganz sicher nicht mit guter Defensive zu tun. Zum Teil mit guter Defensive, aber es sind auch viele überhastete Aktionen. Ich würde mal sagen, viele dumme Würfe dabei. Ja. Wo man als Trainer nur draußen steht und den Kopf schüttelt, warum sie denn das übernehmen. Ja, vor allem die Dresdner, also wirklich kopflos unterwegs bisher. Kaum Struktur, kaum schöne Zusammenspiele, eher zufällig mal. Ja, genau. Dann ein Abspiel. Sieht auf einmal einen freien Mann nur kaum und spielt den Pass und dann hat man halt wieder zwei Punkte. Aber genau so auf Kralzer Seite, wo Wysocki mit seinen zwei Dreiern nacheinander, wo er zwei Dreier versucht, den ersten trifft er nicht, nimmt direkt den Action, ist auch nicht unbedingt die Aktion, weil jetzt der Coach Luftsprünge macht, dass er jetzt den Dreier daneben wirft und dann gleich nochmal einen nimmt. Tja, wer trifft, hat recht. Ne? Ja. Was also mich wirklich beeindruckt bisher ist die Assist-Stärke trotzdem auf Dreisamer Seite. Also bei 10 von 11 Würfen ist ein Assist gegeben worden. Das ist absolut Top-Statistik. Das sieht dann doch schon, das klingt dann sehr strukturiert. Ja, ja, schöne Offensive teilweise durchgespielt, ganz klar. Ne? Also sind ja auch deswegen vorne mit 9 Punkten. Und jetzt? Dresden findet einfach keine Bindung zum Korb. Die sind hier noch nicht angekommen. Chris Dunn macht seine ersten zwei Punkte. Daniel Krause, abgezockter Typ. Was? Einfach so mal draufgeworfen. Aber so werden die Dresdner das Spiel nicht gewinnen, oder? Nee, weil solche Bälle fallen mal, aber das wird jetzt nicht so. Die fallen nicht so oft, dass das jetzt hier fürs ganze Spiel reicht. Was haben wir jetzt? Foul. Später Foulpfiff. Geht aber, glaube ich, in Ordnung. Melde Holt hat da ein bisschen geschoben mit der Hüfte. Schiedsrichter hat spät gepfiffen, deswegen wundert sich der Spieler, was jetzt das Foul war, aber es war schon ein bisschen eher. Und das. Ja. Das offene Dreier mit Joost. Ah, zu lang. Ja. Was ist das? Ja, ich bin's gewohnt. Ja, du wahrscheinlich nicht. Er hat 57% Dreierquote. Irgendwo muss das ja herkommen, also er kann's ja überhaupt. Das war letzte Woche absolut krasser Wahnsinn, sage ich dir. Also ich habe das ja kommentiert in Dresden. Das Spiel gegen Trier, da sind 9 von 9 Dreier reingefallen von den Dresdnern in der ersten Halbzeit. Und ja, dann am Ende waren sie mit 9 von 10, also mit einer schlechten Statistik in die Halbzeit gegangen. Also absoluter Wahnsinn. Randall holt 5 von 5 Dreier in der ersten Halbzeit. Chase Griffin hat ja im letzten Spiel, ich glaube, auch 6 von 8. Also der war auch ziemlich on fire. Gut am Dreier schießen. Ja, das ist Wahnsinn. Und dann sitzt du da im ersten Viertel und musst das kommentieren und denkst dir nur, was ist denn hier los? Wo soll ich mit meinen Emotionen hier noch hin? Der schießt alles rein. Das war schon. Aber war auch was fürs Auge, waren Augen beide. Ja. Es war auch ein Spiel bei uns mit Greg Bradshaw, wo er 4 Dreier getroffen hat, so kurz nacheinander, aus 5 Versuchen. Und er ist so ein Spieler, er feiert sich einfach mega ab, wenn er seine Dreier trifft. Er ist dann Hände schwingend durch die Halle gerannt, nachdem er seinen letzten Dreier, also der. Ja. Ist aber auch gut, dann nimmt er das Publikum auch wieder mit. Ja, klar. Jetzt. Wenn das gut ankommt, also es gibt ja auch Spieler, die das durchaus ein bisschen nicht so charmant und elegant über die Bühne bringen. Vielleicht kriegt man es ja später nochmal zu sehen, wie er das macht. Ich würde mich freuen. Ja, man hat am Anfang eben das Gefühl, er ballert so drauf los und hat das nicht so wirklich unter Kontrolle, wann er jetzt mal den Wurf lieber nicht nimmt. Aber das wurde schon besser, habe ich so das Gefühl. Aber auf Fuß auf der Linie. Ja, und schöne Rebound-Arbeit hat man gesehen, da jeder war komplett ausgeboxt, ja, Zone jeder, war leer. Jeder Kreisheimer Spieler hatte da jemanden beim Rebound. Oh, Schrittfehler eigentlich, in meinen Augen, aber ja, es sah komisch aus. Jetzt Timeout Dresden. Ja, ja. Und er steht genau daneben, aber keine Ahnung, ob der jetzt wirklich 3 Schritte gemacht hat oder nicht. Ist egal, wir können es eh nicht rückgängig machen. Ja, gerade bei dieser Rebound-Situation halt gesehen, der Ball ist auch zuerst auf den Boden gefallen, was viele Coaches ja sagen, erst ausboxen, der Ball kann ruhig auf den Boden fallen, aber dann sicher einen Ball haben. Jetzt hat man gesehen, die Zone war leer, es war nur Kreisheimer Spieler da, es war ein sicherer Rebound. Obwohl Kreisheim, glaube ich, auch nicht das Rebound-stärkste Team eigentlich der nicht. Liga ist. Die haben ja auch, ihr habt nicht so viele ganz große Spieler, ja, genau, ich spiele eher mit einer kleinen Ausstellung.
Dennoch hat es bisher zu 3 Siegen gereicht. Ja. Fast 4, wenn man letzte Woche... nicht so wirklich den Kaschmann im Korb, der da alles abräumt. Ja. Ja, aber also Rebounding ist eine Teamsache. Das kann einer alleine nicht reißen. Und auch Offensiv-Rebounds, da muss jeder oder muss klar strukturiert, 2 Leute gehen zum Offensiv-Rebound, 3 Leute sichern ab oder andersrum. Ja, ja. Und das muss klar sein, das ist eine Teamsache. Das muss zusammen gut laufen. Und da bin ich aber auch immer überrascht von Patrick Flomo, wie viele Offensiv-Rebounds der für sein Alter doch noch... Weil ich ja eigentlich sagen würde, dadurch, dass er so alt ist, ist er eher nicht dafür prädestiniert, dass er jetzt die Offensiv-Rebounds da abräumt, weil es da ja schon, wobei er halt durch seine amerikanische Herkunft eben die Athletik hat. Ja. Und dann geht es auch noch im etwas höheren Alter. Ja, aber es ist auch einfach eine Spielintelligenzfrage, wie viel beim Rebound bist. Ja, genau. Das hat nicht immer nur was mit Physis und so zu tun. Nee, ich muss auch sehen, von wo kommt der Ball und wo fliegt er hin. Ja. David Stirner mit Post-Up. Foul auf dem Boden. Schiedsrichter signalisiert das klar und deutlich. Ja. Hast du das gesehen? Das Foul? Ja. Ja, wenn man zu viel dagegen schiebt, dann es eben ein Foul. Ich kann, von hier oben kann man das nicht beurteilen, wie doll da geschoben wird, aber geht schon in Ordnung. Also. Nee, ist ja nicht so, dass sie hier viel gegen das eine Team fallen. Fuß. Kein Fuß. Turnover. Ich hätte gedacht, der schmeißt ihn irgendwie weg. In dem Moment schmeißt er den grausigen Ball weg. Hätte natürlich das Altbekannte gegen den Fuß von Randall Holt schmeißen können. Ja, ja. Aber Dresden ganz nicht nutzen. Ja. Ja, das war wie bei Gralsheim am Anfang. Viele Turnover von Dresden. Trotzdem keine Punkte draus gemacht. Ja. Ja. 17 Turnover insgesamt. 7 bei Gralsheim, 10 bei Dresden. Das ist... ja, extrem viel. Ja. Ah, schade. War eine schöne Aktion. Ja, der war. So. Jetzt Randall Holt. Ah. Schon wieder mit dem Turnover. Jetzt. Ah, der Pass war zu lang. Oh, aber kann er retten. Schön. Glück gehabt. Oh, war ein sehr schöner Move. Ich weiß nicht so richtig, was da passiert. Man ist einfach zu weit weg. Vielleicht den Ball und die Hand berührt. Man hat gesehen, dass eine Hand da war von dem Dresdner. Ja. Man hat auch gesehen, dass der Ball weggeflogen ist. Aber ob jetzt der Ball vor der Hand schon weggeflogen ist. Ich glaube, es sah eher etwas härter aus, als es am Ende war. Aber das kann man auch pfeifen, natürlich. Ja, also Kontakt war da. Verwirft er den Freiwurf hier. Michael Joost ist das, ne? Ja. Bisher wenige Freiwürfe genommen diese Saison. Ja, der ist allgemein. 5 von 6 jetzt auf die Saison eher gesehen. Weniger so der Scorer-Typ. Und Dresden muss sich jetzt nochmal strafen, wenn sie hier auch mit einer, ja, ich sag mal, Schadensbegrenzung in die Halbzeit gehen wollen. Ja. Und da kommt der Dreier. Haben Sie gehört. Rückstand jetzt nochmal bei 6 Punkten. Ja, ganz klar. Also ich will natürlich, dass die bessere Mannschaft gewinnt. Wenn das am Ende Gralsheim ist, umso schöner für euch. Ja. Ich wünsche mir einfach ein spannendes Spiel. Und das ist es bisher zu großen Teilen auf jeden Fall. Nach 2 Offensiv-Rebounds landet der Ball dann auch mal im Korb. Randall Holt hat sichtlich auch Probleme, sein Spiel zu machen. Jetzt kommt er mal durch. Ja. Schöne Aktion. Dresden hält sich in Schlagdistanz. Ja, es bleibt spannend. Ja, das sind dumme Fouls. Ja. Martin Agora tut auch so, als ob er gar nichts gemacht hätte. Absolut. Gerade wenn man dann so eine routinierte Center unter dem Korb hat, ob ich dann noch reinfassen muss, weil nein. Er macht den halt. Das ist absolut unnötig. Und das ist auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Marc Nagora ist noch. Ja, und er macht den halt auch nicht so viel Erfahrung. Ob ich jetzt mit der Hand ein bisschen am Arm dran bin oder da muss ich, wenn dann richtig zupacken, dass er den nicht macht. Da muss schon ein unsportliches Foul begehen in der Situation, damit er den nicht reinmacht. Also. Ja. Klar. Aber den Freiwurf nicht getroffen.
So, Wendehorn sucht nicht den Weg zum Korb, schickt den. Was ist denn hier los schon wieder? Da wirst du einfach bekloppt, oder? Ja. Weißt du, mit was ich mich hier rumschlagen muss, wie Spiel? Ja. Ja, du sitzt dann hier oben, siehst du, der steht gegenüber einem 2,09 Meter. Oh, schön. 2,10 Meter Mann und drückt ihm den Dreier einfach mitten ins Gesicht. Das war ja nicht so, dass der Center weit weg war, da stand er direkt vor ihm. Und aber die Antwort kam direkt und Turnover Randall Holt. Jetzt letzter Angriff, Kralzheim. Die werden es, ja, sie werden es runterspielen. Ja. So, 8 Punkte oder sind es 10 oder 11? Einer dieser drei Werte wird am Ende da oben stehen. Oder zumindest die Differenz bilden. Nach dem bisherigen Spielverlauf. Offensivfoul gepfiffen. Ja. Ich glaube, geht auch in Ordnung. Kann man, dreht sich weg halt, ne? Sieht nicht, was er macht. Ja. Der Pass ist total gut und in Ordnung, aber wenn da eben einer steht und dann umrennt, ja, dann nennt man das auf Englisch Player Control Foul. Das heißt, ja, er gibt die Kontrolle ab über das, was er tut, und das ist dann ja schwierig. So, sagen wir 3,6 Sekunden. Ja, so, kein Wurf mehr zustande kommen. Schafft es da noch irgendwie abzudrücken in Bedrängnis? Die 3,6 Sekunden haben sich auch sehr lange angefühlt. Ja, fand ich auch, aber was soll's. Weil, ja, aber gut. So. Ja, spontan, was ist deine Reaktion? Ja, es wird besser. Ah, jetzt haben wir die Statistiken hier. Das sind aber die falschen. Ja. Ja, die Statistiken. Ich glaube, die Statistiken stimmen, aber das Ergebnis stimmt nicht. Ja, das Ergebnis stimmt nicht. Ja, aber 4 von 15, 6 von 13 Dreier, könnte es sein. Doch, das stimmt, ja. Und auch die Turnover, Sie sehen es, liebe Zuschauer. 20 Turnover insgesamt, ja. Deutlich über dem Durchschnitt. Ansonsten sehr enges Duell auf Augenhöhe. Aber krass, wirklich, wie Kreisheim hier auf die Assists gestartet. 14 Assists bei 42 Punkten, das ist extrem stark. Ja, also insgesamt 16 Würfe getroffen, davon 14 Assists. Ja. Also das ist eine absolute Superquote, weil normalerweise ist man froh, wenn man bei 50% der Würfe einen Assist verbuchen kann. Ja, genau. Ja, ansonsten faires Spiel. Es ist irgendwie noch spannend und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Es zeigt auch, dass relativ wenig oder sehr wenig durch Einzelaktionen passiert bei Kralzheim. Ja. Alles doch trotz der niedrigen Wurfquoten, trotz dem niedrigen Score sehr strukturiert. Aber ja, wir werden sehen, was noch passiert. Ich denk, für beide Mannschaften wird es jetzt wichtig sein, in der zweiten Hälfte auf jeden Fall die Turnover zu reduzieren. Ja. Weil Dresden hat zwar 12, Kralzheim nur, in Anführungszeichen, nur 8, aber es ist auf 8 Turnover zur Halbzeit sind extrem viel. Ja, es kommt so ungefähr dem Schnitt auch genau gleich, 8. Aber ist natürlich ein, zwei Turnover zu viel, die nicht hätten sein müssen. Ja, aber wenn man es betrachtet in der ersten Hälfte, okay, jetzt kriegen wir ein paar Highlights. Sportlicher Leiter der Grazer Mörlins. Hallo Ingo. Ich verstehe dich gar nicht. Was ist deine erste Frage? Das Fazit zur Halbzeit. Okay, neben mir nun Ingo Enskart, sportlicher Leiter der Grazer Mörlins. Hallo Ingo. Erste Frage, Fazit zur ersten Halbzeit. Ich glaube, insgesamt relativ stabil. Wir hatten uns vorgenommen, vor dem Spiel die Fast-Break-Punkte von Dresden wegzunehmen. Über große Phasen eigentlich in Ordnung, aber ich sag mal, ein paar von den Aktionen müssen wir noch mehr stoppen, denn eigentlich ist es das, worüber Dresden fast ausschließlich gepunktet hat. Und zum Zweiten wünsche ich mir einfach
wie würde man so schön beim Fußball sagen, eine bessere Chancenverwertung. Häufig brauchen wir einfach zu viele Würfe, zu viele Aktionen, obwohl wir gute Aktionen haben, um endlich zum Korberfolg zu kommen. Sonst könnten wir noch ein bisschen mehr drauf aufbauen. Okay, wird es wahrscheinlich ein knappes Spiel oder wird es noch ein bisschen eindeutiger gehen, dem Ende hin? Ich glaube, da kann man jetzt in eine Glaskugel gucken. Ich glaube, Dresden ist eine gute Mannschaft. Hat das gerade im letzten Spiel gezeigt, dass sie da einen ganz deutlichen Aufwärtstrend haben, haben viele knappe Spiele gehabt. Also es würde mich wundern, wenn wir jetzt hier vorn wegmarschieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eng bleibt bis zum Ende. Wünsche mir natürlich, dass unsere Jungs vielleicht noch eine Schippe drauflegen und aber Stück für Stück es doch ausbauen können. Okay, hoffen wir also, dass es nicht so aussieht wie beim Derby in Kirchheim. Da machen wir einen kleinen Rückblick. Woran lag es dort wohl, dass es nicht geklappt hat mit dem Sieg? Ich habe nichts verstanden. Wieso es beim Derby in Kirchheim nicht geklappt hat? Woran lag es da wohl? Die Kirchheimer haben den letzten Wurf reingemacht, wir nicht. Aber im Spiel ist alles glatt gelaufen, wie Sie es wollten, oder gab es da auch ein paar? Nein, aber ich glaube, das zu analysieren wäre jetzt ein bisschen zu viel. Wir sind noch weit nicht, so lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. So, wir haben eine sehr erfahrene Mannschaft, aber wir ruhen uns momentan häufig auch zu sehr drauf aus. Da fehlt noch so ein bisschen das Feuer, die Energie, die wir da reinmischen müssen. So, und wenn wir da die richtige Mixtur gefunden haben, dann glaube ich, werden wir auch eine erfolgreiche Saison spielen. Aber das muss jetzt langsam kommen. Es ist jetzt schon das erste Saisondrittel langsam so ein bisschen da mittendrin. Und da müssen wir jetzt Stück für Stück uns weiter steigern. Dann wird es vernünftig werden. Also heute wird es klappen. Ja, ich gehe davon aus. Okay, dann vielen Dank, Ingo. Wo wir schon bei Kirchheim kurz waren, wir haben natürlich auch vom Merlins TV aus die Auswärtsfahrt aufgezeichnet. Da gibt es jetzt ein paar Szenen vom Derby. Geschäftsführer der Dresden Titans. Hallo Herr Krautwald. Dresden ist ja diese Saison neu in der Pro A. Gab es denn Neuerungen außerhalb des sportlichen Bereichs, die zu stemmen waren? Ja, natürlich. Wir sind das erste Mal in der Pro A und wir haben natürlich eine ganze Menge Sachen zu stemmen. Die größte Sache, die für uns zu stemmen war, war der Parkettboden. In der Pro B kann man noch ohne Parkett spielen, in der Pro A muss man mit Parkett spielen. Das heißt, wir haben genauso einen schönen Parkettboden wie Sie jetzt hier in der Hohenlohe Arena. Und den müssen wir auch jedes Mal verlegen. Okay, das war also auch ein großer Aufwand, das Ganze anzuschaffen und die Umstellung jetzt. Ja, na klar, ist vor allen Dingen finanziell natürlich ein großer Aufwand, aber auch logistisch jedes Mal auf- und abzubauen, ist natürlich eine neue Herausforderung für uns. Okay, fällt Ihnen noch irgendwas ein, was zu verändern war? Jetzt in der Pro A oder blieb bisher alles beim Alten ansonsten? Ja, natürlich werden die Strukturen professioneller, aber wir haben natürlich viele Sachen vorher schon gehabt, also Livestream, ganzes Team drumherum. Wir haben auch vorher schon eine große Halle mit 3000 Plätzen, sodass für uns insgesamt drumherum nicht so viele Sachen neu waren. Okay, Sie haben sich also schon vorher auf die Pro A eingestellt? Ja, natürlich. Wir leben in einer großen Stadt und da war das langfristige Ziel schon, Pro A zu spielen und dementsprechend haben wir uns natürlich darauf vorbereitet. Okay, was ist denn diese Saison Ihr Ziel? Ja, als Aufsteiger ist natürlich erstmal Klassenerhalt. Wir wollen versuchen, in der Pro A zu bleiben. Das ist wichtig für uns. Haben die ersten Spiele sehr knapp gespielt, die meisten. Hätten auch das ein oder andere noch gewinnen können. Da müssen wir uns auch an die härtere Gangart in der Pro A gewöhnen. Und dann hoffen wir, dass wir da bleiben. Okay, also war es für Sie auch quasi eine Erleichterung, das erste Spiel gegen Dill zu gewinnen? Ja, natürlich eine Erleichterung, den ersten Sieg einzufahren in der Pro A. Und wir hoffen natürlich, dass noch weitere dazukommen. Okay, dann schon mal vielen Dank. Bevor es weitergeht, schauen wir uns noch ein paar Szenen aus der ersten Halbzeit an. Dankeschön.
Ja, ich glaube, wir sind zurück, liebe Zuschauer. Ja, wir sind zurück. Wir sind zurück aus der Halbzeitpause und wie ihr sehen könnt, könnt ihr uns jetzt sehen. Wir haben uns gerade schon drüber unterhalten, über die Statistiken mit den Turnovern und wie viele Punkte aus den Turnovern erzielt wurden. Und man sieht, beide Mannschaften können nicht wirklich Profit rausschlagen. Bei Gralsheim 9 Punkte aus 12 Turnover, quasi nichts verwertet. Bei Dresden genauso nicht wirklich viel aus den Turnovern gemacht. Wir haben auch noch sehr niedrige Wurfquoten, wobei ja, Gralsheim mit 60% Zwei-Punkte-Quote, dafür eine niedrige 27%ige Dreierquote. Also es ist nicht wirklich hier irgendwie, dass das eine Team voll dominiert. Man hat auch immer diesen, wie du es angesprochen hast, nach dem unsportlichen Foul, diesen 8-9 Punkte Vorsprung, der eben immer noch da ist. Und Gralsheim kann nicht wirklich davonziehen, Dresden kommt nicht wirklich näher. Klar, so phasenweise kommen sie schon manchmal näher, aber dann ziehen die anderen. Aber es passiert nicht wirklich was. Ja, also ich glaube auch, dass diese Phase mit diesem unsportlichen Foul und dann dem Dreier von Konrad Wisocki, dann noch ein Ballverlust und wieder die Punkte. Also genau das ist jetzt auch der Unterschied hier in dem Spiel, weil ansonsten beide Teams statistisch gesehen jetzt nicht überragend, aber auch sehr ausgeglichen. Also Dresdner zwar hohe Drei-Punkte-Quote, dafür aus dem Feld allgemein nicht so gut. Ja. Bei Gralsheim eher andersrum. Ja. Und natürlich also jetzt für die zweite Halbzeit müssen sich beide Teams mehr um den Ball kümmern, sorgsamer damit umgehen. Auf den Ball aufpassen. Und wir haben das auch gerade besprochen, ne? Für Dresden gilt eigentlich mal, ihren Stiefel auf das Spiel zu bringen, den Stempel Druck aufzudrücken. Machen, weil es läuft sonst nicht. Ja, und ich denke mal, Gralsheim, die sind in einer komfortablen Situation. Die können jetzt hier gut ins dritte Viertel starten. Ja. Und dann ist Dresden natürlich ordentlich unter Druck, wenn es hier nicht sofort läuft. Bei Gralsheim öfters das Problem sehe, immer diese Phase, wie kommen wir aus der Kabine zurück. Aber ich glaube, das ist ein Problem, öfters. Dass so die ersten paar Minuten, aber ich glaube, das ist bei vielen Teams so. So jetzt vor der Hälfte läuft, dann gehe ich jetzt in die Kabine rein und jetzt muss ich wieder da sein. Weil ich muss jetzt rauskommen und sofort da sein, weil sonst können die anderen ja. Und das ist öfters war beim letzten Spiel oder beim letzten Heimspiel bei Gralsheim so, nach der Halbzeit haben die öfters Schwierigkeiten. War auch letzte Saison öfters so, immer so, wenn sie aus der Halbzeit rauskommen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ist mir schon öfters aufgefallen, dass es dann nicht so Vielleicht, weil die gastierenden Teams meistens zurückliegen und dann einen Zacken drauflegen und Gralsheim sich dann natürlich anpassen muss an das neue Spieltempo. Und man wird gespannt sein. Ich glaube, wenn Dresden hier eine Chance haben will, müssen sie versuchen, das Spiel zu diktieren, schnell zu spielen, und Gralsheim muss eben genau das versuchen zu unterbinden und ihre Verteidigung auf die Bahn bringen und ein Bollwerk hinten sein und die Dresdner weiterhin zu Turnovern zwingen, und dann wird das hier ganz klar der vierte Saisonsieg für Gralsheim. Ja, wenn das Spiel so weitergeht, dann Und Dresden auch momentan, also mit Glück hier noch in diesem Spiel mit 6 von 16 Dreiern. Teilweise waren sie offen, teilweise war es wieder Zaubermann Randall Holt. Der eine Dreier also über Zucker Kurzi, wo halt, es waren so ein paar Würfe dabei, wenn die nicht gefallen wären. Oder so Würfe, die normal nicht fallen. Ja. Wenn man die nicht hat, dann sind es halt gleich nochmal 6 Punkte mehr Abstand und dann sieht das Ganze ganz anders aus. Ja, so sind wir aber gespannt, wie es weitergeht, ob Dresden sich hier zurückkämpfen kann oder Gralsheim davonzieht. Liebe Zuschauer, viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. So.
Oh. Und gleich mal spektakuläre Aktion. Das war jetzt das genaue Gegenteil von dem, was wir beschrieben hat mit Dresden. Gute Defense. Aufpassen. Ich weiß nicht, sowas darf nicht passieren. Ja, ist ein guter Spielzug einfach. Gut, aber sowas darf einfach nicht passieren, dass er da komplett von der Dreierlinie offen durchläuft. Und Turnover. Schrittfehler. Ja, ist korrekt. Ja. Ja, aber also es ist ein guter Spielzug, um hier für Kreisheim gut ins Spiel zu starten. Respekt. Ja. Dresden war nicht drauf eingestellt. 10 Punkte Vorsprung jetzt. Ja, und dann gleich der Turnover hinterher. Also. Bei Dresden fehlt mir einfach bisher die Konsequenz, ihre Stärken auch auszuspielen. Da ist auch viel allein. Sebastian Hackett, Pass von David Stirner. Und keine Ahnung, wie Helge Bauer an den Ball rankommt. Ja, ich weiß auch nicht. Also. Ja. Und Yusuf Edomiati macht seinen Fehler wieder gut. Aber ich finde, bei Dresden fehlt mir auch so ein bisschen, dass Randall Holt eben einfach mal übernimmt. Weil er macht ja 20 Punkte pro Spiel, hat eine 57%ige Dreierquote. Na gut, er hat 13. Okay, es wirkt nicht so, als ob er so viel. Ja. Aber offenbar mit seinen 13 Punkten ist er ja doch gut im Schnitt. Boah. Den muss er machen. Muss er einfach noch einen Schritt zum Korb gehen. David Stirner. Jetzt Tuka Koti macht ihn. Ja, und der macht ein tolles Spiel. Also der gefällt mir richtig gut. Ja. 15 Punkte, glaube ich, hat er schon gemacht. Er spielt extrem gut. 13 Punkte, 7 Rebounds, also sehr guter Mann. Er sieht auch sehr souverän und überlegt aus, was er macht. Oh, ich glaube, jetzt geht aber das Foul gegen eben diesen. Ja, laut Tuka Koti. Laut Hallensprecher geht es gegen Tuka Koti. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Anscheinend hat er damit gerechnet, dass das Foul gegen Helge Bauers geht. Ich weiß es nicht. Und Yusuf Edomiati hat den nächsten Wurf. Muss er auch reinmachen. Ist ja ganz war, klar. War frei. Jetzt Chris Dunn. Ja, gutes Foul. Einfachen Zug zum Korb unterbunden. Ja, und eben auch unterbunden und nicht nur dieses Reinfassen und lass ihn trotzdem durchlaufen und der macht dann. Oh! Da hat Chase Griffin nicht aufgefasst. Und Kreisheim kann sich natürlich gerade auch leisten, so zu spielen, ein bisschen unvorsichtig zu sein, sind 11 Punkte vorn. Ja. Aber wenn Dresden hier mal Feuer fängt, kann das ganz schnell in die andere Richtung gehen. Jetzt offener Layup. Schöne Bewegung. Backdoor Cut von Sebastian Heck. Ja, und jetzt auch mal ein Assist mehr auf Dresdner Seite, auch einfach. Und eben die Kreisheimer Defense auch nicht aufgepasst. 3 Punkte. Oh. Ja, Kampf um den Rebound. Wir hören hier die Fans unter uns schreien. Also. Ja, kann man pfeifen, muss man nicht. Ja, David Stirner da wieder zu sehr. Alleine gegen alle. Also gerade einen schönen Pass gespielt, aber im nächsten Moment muss man hier eigentlich schon wieder rügen für diese Aktion. Ja, und das beschreibt auch irgendwie das ganze Spiel, weil es sind gute Aktionen dabei, aber dann auch wieder sowas. Ja. Und jetzt Kreisheim schon sehr unvorsichtig mit dem Ball. Dresden, wenn du holst, vertändelt sich fast. Und nächster Dreier. Also, da steht er zu weit weg. Ja, und Helge Bauers hat, glaube ich, schon 2 Dreier getroffen in der ersten Halbzeit. Ja, genau. Es ist nicht der erste. Er müsste jetzt 3 haben. Er müsste jetzt 3 Dreier haben, sozusagen. Man darf ihn nicht so offen stehen lassen. Ja, 3 von 4 hat er bisher getroffen. Ja. Gerade waren es noch 11 Punkte, auf einmal sind 6. Was ist hier eigentlich los? Also, es geht wirklich. Es läuft auf keiner Seite so wirklich. Es sind diese kleinen Runs. Ja. Und im Endeffekt passiert nicht wirklich was. Also ich bin echt gespannt, ob sich dieses Spiel hier nochmal irgendwie anders profiliert oder anders anbietet. Also ob sich schön gespielt. Man hatte ja gestern in der Easy Credit BBL das Beispiel, dass sich so ein Spiel, wo doch Würzburg mit 20 Punkten zur Halbzeit hinten lag und das Spiel dann mit 8 Punkten gewonnen hat. Also Wahnsinn.
man sieht, im Basketball ist vieles möglich und das Spiel ist mit 8 Punkten, ja, und dann jetzt Turnover, 6 Punkten noch nicht entschieden. Ja, und da ist die Halle still, ja, mal für einen kurzen Moment zumindest. Jetzt Chase Griffin. Überhasteter Wurf. Da war ein Finger dran, glaube ich. Am Ball, meinst du? Ich glaube, da war ein Finger dran. Und ja, sowieso sehr überhastet. Ja. Er war auch von der Position noch sehr schräg gestanden. Eben, genau, das ist, glaube ich, auch der Grund. Ja, er war. Randall Holt geht halt Richtung Auslinie und ja, macht Chase Dunn, ist es, ne? Chase Griffin. Christopher Dunn, glaube ich. Chris Dunn. Ja, irgendwie sind sich die Namen schon ein bisschen ähnlich. War einfach ein Schritt zu spät. Eigentlich, wenn das Richtung Korb geht, ist das ein klares Offensivfoul. Aber wegen dem gegnerischen Team war ich auch froh, dass du da gekommen bist, dass ich nicht die ganzen Namen hier kennen muss. Weil so. Ja, was denkst du, wie mir das geht in Dresden, wenn ich immer alleine alle Namen kennen muss? Da sitzt jemand mit meiner Liste da, dann denken die Zuschauer, das sind Kunstpausen. Dabei gucke ich einfach nur den verflixten Namen da, wer das jetzt ist. Das ist, ja, muss man einfach machen. Ja, klar. Das Mismatch. Den willst du dann schon wieder mit dem gezwungenen Wurf. Also das ist absolut jetzt 1 gegen Mist. 0. Absoluter Mist, was Dresden da vorne macht. Da hat man es jetzt gesehen. Er war es dann, der Verteidiger. Er sieht, er kommt nicht hin. Lässt ihn laufen, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Ich brauche jetzt nicht hier sinnlos reinfassen. Nee, ja, es ist alles richtig gemacht. Und du hast es vorhin angesprochen. Du wünschst dir, dass Randall Holt das Zepter in die Hand nimmt. Ja. Jetzt hat er es gerade probiert und schon dem nächsten Spieler einen Foul angehangen. Er hört dich. Er hört dich. Vielleicht soll ich aufhören. Schlafende Hunde. Vielleicht soll ich aufhören, um mit Dresdner Spieler zu sprechen. Gut, El Domiati. Offener Dreier fast drin. Foul gefiffen? Verstehe ich überhaupt nicht. Ey, ich dachte auch. Es war auch relativ spät gepfiffen. Vor allem ist das auch Vorteil. Also ich meine, ihr spielt ja dann ja, quasi genau, in Überzahl und auf einmal gibt es einen Foul. Also drittes Foul gegen Randall Holt. Weil, naja. Martin Bogdanov war ja schon 1,5 Schritte. Oh. Vorbei, wollte ich sagen, wahrscheinlich. War schon vorbei. Ja genau, er war schon vorbei und jetzt Greg Bradshaw und 2 Dreier in Folge vergeben. Oh, hier geht es auch nicht zur Sache. Oh. David Stirner ist total neben sich. Den muss er machen. Also. Dresden total unkontrolliert wieder. Die Turnover nehmen nicht ab. Im Gegenteil. Ja, David Stirner mit dem größten Vorteil. Sah auch alles gut aus, aber der Ball ist einfach nicht rein. Und jetzt? Ja, ein schöner Dreier da. Jeremy Woods und so. Altbekannter Free and D, den die Amerikaner nennen würden. 3 Punkte und Defense-Spieler. Oh. Ja, das war ein bisschen ungestüm. Da war mit dem Ellbogen voraus. Ja. Wenn es der Schiri sieht, kann er es pfeifen. Ja, jetzt wollte er zu viel. Ja, aber offener Wurf, muss er nehmen. Klar, wenn er den einen. Ich hätte sogar gedacht, er macht ihn rein. Ich dachte auch, weil er gerade den einen getroffen hat, jetzt einen offenen Wurf hat. Oh. Und Lob. Also hier ist ordentlich Masse jetzt im Spiel drin. Das ist ein Fight. Ja. Dresden verliert ihn zurzeit. Der Wurf war gerade auch jetzt. Martin Bogdanov bekannt als Catch and Shooter. Und jetzt gibt es einen Foul gegen David Stirner. Ein Kampf und Rebound zu sehr geschoben. Ja. So, und auf einmal ist Dreisheim 11 Punkte vorne. Ja. Das ist Wahnsinn. Auch, ich finde, man merkt das Spiel nicht wirklich an, welche Mannschaft jetzt vorne liegt. Und auch welche Mannschaft jetzt einen Run hat. Jetzt Bradshaw. Ja, der will es irgendwie wissen, oder? Der will seine Statistik polieren. Das habe ich gemeint mit, er kann manchmal nicht so gut kontrollieren, wann er jetzt einen Dreier nehmen sollte und wann nicht. Und ich sagte ja, wenn er den nächsten trifft, dann kommt genau die Geste mit den Armen nach oben. Weil nach diesen 2
nachdem er die zwei dann nicht getroffen hat, muss ich den dritten doch nicht nehmen. Nein, stimmt, überhaupt nicht. Ich habe zwei nacheinander daneben geworfen, warum nehme ich dann den dritten auch noch? Vor allem war auch nur einer so halb offen von diesen drei Würfen. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. Du kennst dich da besser aus als ich. Er kommt direkt vom College, sehr junger Spieler, erstes Jahr als Profi. Er hat sich ja bisher auch ganz gut eingeschossen mit seinen 10 Dreiern, die er bisher getroffen hat in der Saison. Ja, er hat ja auch diese 52% Dreierquote, aber die macht er sich halt mit solchen Würfen zunichte. Stimmt, 14 Dreier hat er schon getroffen, Entschuldigung. Nicht, dass mich da jemand da ankreidet für falsche Statistik. Rufmord quasi. Und so wie ich finde, interessanteste Aufbauspieler ist ja heute leider verletzt. Mit Nimrod Hillard, der ja letztes Jahr sein erstes Jahr in Europa gespielt hat. Konrad schon wieder mit dem Back-to-Back-Dreierversuch. Das ist genau das, was ich in den letzten Spielen von ihm vermisst habe, weil er eben in der BBL war er einer der Leistungsträger, wo er auch mal 17, 18, 19, 20 Punkte gemacht hat und dann jetzt die ersten paar Spiele in der OA unsportlich. Totaler. Das ist dumm. Total dumm. Das geht total in Ordnung. Max von der Wippel. Vor allem gegen neben sich. Ja, was ich sagen wollte, Konrad Wisocki in der BBL Leistungsträger und jetzt in den letzten Spielen noch nicht so wirklich reingefunden, aber jetzt heute läuft das so langsam. Und ja, wovon ich davor gesprochen habe, von Nimrod Hillard, der letztes Jahr sein erstes Jahr in Europa gespielt hat, in Dänemark, da er Meister wurde und Finals MVP. Okay. Also, der Junge, der hat's drauf, aber jetzt leider verletzt und er hat halt... Weißt du, was er hat? Ich weiß nicht, was er hat. OP oder sowas? Ja, irgendwas von OP habe ich auch mitbekommen. Aber hoffentlich was Kleineres. Er hat aber... Letztes Heimspiel war er noch dabei, also es kann nicht so arg sein, weil es ist ja erst zwei Wochen her. Also. Ja. Und er hat einen extrem schnellen ersten Schritt. Dieser erste Schritt und dann am Verteidigung Bayern hat dann auch einen freien Layup. Aber sprechen wir über die Spieler, die auf dem Feld stehen. Genau. Aber Martin Bogdanov ersetzt ihn eigentlich ganz gut, beziehungsweise füllt gut auf. Er ist ja sonst wahrscheinlich sein Backup. Ja, er spielt sonst auch sehr viel. Ja. Ja, und Dreisheim eilt jetzt davon. Ja. 60-45 schon. 15 Punkte Abstand plus zwei Freiwürfe. Also Dresden muss sich eigentlich schon fast schämen für diese Darbietung. Das muss ich auch ganz klar sagen, was da offensiv läuft und auch jetzt dieses unsportliche Foul von Max von der Wippel überhaupt nicht angemessen. Falls Sie sich wundern, also, warum der Freiwurf so verzögert war, es gab gerade noch etwas Probleme. Die Merlins wollten wechseln. Der Schiedsrichter hat den Wechsel vor dem ersten Freiwurf, was eigentlich ungewöhnlich ist, angesagt und dann war kein Spieler bereit. Ja. Weil normal wechselt man ja nach dem ersten. Aber jetzt sind wieder 10 Mann auf dem Feld und alles. Und Kreuzer führt mit 17 Punkten. Ja, alles ist gut für euch. Ja, alles ist gut. Der war zu gewollt. Ja, Dresden hat kein Konzept. Wir hatten schon von Anfang an eigentlich nicht. Jetzt Martin Bogdanov, Catch and Shoot. Oder Dreier war es. Ja. Und Patrick Flomo mit dem Chip in. So, und jetzt wird hier abgeschlachtet. So langsam. Ich bin auch Patrick Flomo in der BBL kaum Einsätze gehabt. Ich glaube, irgendwas um die 2 Minuten im Schnitt. Also quasi gar nicht. Und jetzt hier spielt er extrem gut, auch vor allem am offensiven Brett ist er extrem stark. Ist irgendwie nicht mit aufgeführt, oder? Ich sehe es nicht in Statistiken. Also hier in der Halle steht 6 Punkte. Ich finde ihn leider nicht. Nee, der müsste ganz unten stehen, weil er nach Nummern, er hat Nummer 40. Nee, ist nicht mit drin in unserem Scouting. Ja, hier im Scouting stehen auch unsere drei Doppellizenzspieler, Liam Carpenter, Leon Frederiki und Steffen Haupt. Von denen aber, soweit ich sehen kann, keiner dabei ist. Nee, sitzt keiner auf der Bank, also da hat sich im Scouting noch ein Fehler eingeschlichen. Das war auch sehr, sehr gewollt. Das Tempo. Und Goaltending wird da reklamiert. Nein, wird reklamiert ja, von
Ich wollte schon sagen, schöner Block, aber es war wohl... Nee, es ist nicht angezeigt geworden. Also wurden nee, die Schiedsrichter. Ich glaube, die haben da gar nicht drauf geachtet. Also in meinen Augen hatte der Ball seinen Zenit überschritten, aber war irgendwie unterhalb des Ringniveaus wahrscheinlich. Ja, deswegen auch es war ganz relativ klar, schwierig zu sehen. Weil halt ganz klar die Entscheidung, auch nicht Goaltending zu pfeifen. Ja, er hat ihn schon relativ spät geblockt. Also. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, der Ball war unterhalb des Rings. Er war relativ niedrig, der Ball. Vielleicht gibt es da eine Klausel, die sagt, der Ball muss schon deutlich auch über Ring gehen. Ja, es wäre ja jetzt witzlos, wenn wir hier Goaltending pfeifen, solange der Ball noch unter dem Ring ist. Weil ja. So, Jay Price macht den ersten Freiwurf. Heute bisher seine ersten Punkte. Auch ein Spieler mit einer sehr hohen Dreierquote bis jetzt, mit 54,5%. Ja, vor allem wichtige Dreier getroffen, die zur Overtime geführt hatten gegen Paderborn vor zwei Wochen. Ging ja dann 125 zu 130 aus. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ach so, ja, Double, das habe ich gelesen. Double Overtime in Dresden. Drei Punkte mit Foul von Konrad. Und das ist genau das, was Konrad sich so viel die letzten Spiele vermissen lassen hat. Diese Anführermentalität, dass er jetzt wirklich Gas gibt. Weil von so einem Spieler der Nationalmannschaft gespielt hat und in der BBL 20 Punkte gemacht hat, kann ich auch erwarten, dass er hier mal Gas gibt. Kannst du auf jeden Fall erwarten und das macht er heute auch. Ja, das war jetzt, glaube ich, sein dritter oder vierter Dreier. Vierter Dreier, vierter 4 von 6 schon. Von 6. Und den auch noch mit Foul. Starke Quote. Mit auch Foul mit 14 Punkten bis jetzt. So, und jetzt ist hier Ende drittes Viertel und Kreisheim mit 20 Punkten vorn. Zeigt ihr jetzt endlich mal, was ihr auch für ein Potenzial habt. 19 Punkte, aber Freiburg ging nicht rein. Ah, allgemein hier unsere, also bis jetzt die Statistiken, hatten wir nur unsere Guards als die wichtigen Spieler. Chase Griffin mit 11,4 Punkten, Bradshaw mit 11 Punkten, Nimrod Hillard mit 10 Punkten und eben Zucca Kotti mit 10 Punkten bis jetzt im Saisonschnitt. Ja. Und jetzt sind es eben gerade Zucca Kotti, wo 17 Punkte hat, und Wysocki. Oh, auch in meinen Augen ein Foul. Aber ein bisschen zu stark verkauft von Daniel Krause. Ja, und jetzt hast du endlich mal die Forwards, die auch was beisteuern, genau, zu sagen, ne? Ja, weil bis jetzt waren es einfach immer unsere Guards und das Spiel zu sehr guardabhängig, aber jetzt sieht man halt eben, wir haben doch auch gute Spieler auf den größeren Positionen, die auch Punkte machen können. Ja. Ja, Konrad Wysocki führt sein Team fast an, besserer Werfer nur noch Zucca Kotti, ja, mit 17 Punkten. Ja, jetzt haben wir hier unsere beiden. Also zweiter Block, Patrick Flomo. Aber der hat ihn auch gar nicht verteidigt, der kam von der Seite. Ja, das war. RJ Price natürlich auch dumm, gegen zwei größere Spieler da so zum Korb zu gehen. Da wird er einfach abgeräumt. Ja, und jetzt haben wir eben unsere erfahrenen Spieler, unsere ehemaligen und noch aktuellen Nationalspieler, die eben jetzt hier das Zepter übernehmen. Ja, man merkt schon, dass jetzt ein bisschen mehr Routine und Kontrolle auch im Kreisheimer Spiel da ist. Und Dresden hat einfach keine Antwort. Das muss man so klar konstatieren. Und Konrad Wysocki hat den nächsten Dreier. Ich habe gedacht, der geht auf jeden Fall rein. Jetzt Patrick Flomo, Foul beim Offensivrebound. Ja. Dass er den jetzt verschießt, hätte ich nicht gedacht. Was sagst du? Er hat ihn gerade nochmal probiert aus der Ecke und hat ihn getroffen. Eine Sauerei, wirklich. Jetzt gibt es hier natürlich Freiwürfe, Teamfoulgrenze schon seit mehreren Minuten auch erreicht. Ja, 35 Sekunden noch. Max von der Wippe macht den ersten rein. Dresden schafft es vielleicht noch in diesem Viertel 50-Punkte-Marke zu knacken. Das ist also natürlich trotzdem auch der guten Verteidigung von Dresden zu schulden oder zuzuschreiben. Dresden sonst mit über 90 Punkten im Schnitt. Ja, ja. Und das ist heute auf jeden Fall außer Reichweite. Jetzt greift er mit 18 Punkten und Bradshaw. Ja, der will auch mal einen Dreier droppen jetzt. Das geht ja, also im letzten Spiel, also im letzten Heimspiel, hat er einen mit Brett getroffen. Also. Aber seine Statistik leidet jetzt runter, ne? Ja. Was hat er heute geworfen? Nichts. Ich glaube hier Nummer 23. Ist auch nicht mit aufgeführt. Sag mal Fußspiel. Also wollte ihn eigentlich präsentieren, wie viel Dreier heute der gute Bradshaw schon genommen hat, aber ich sehe es nicht. Aber unsere Statistik geht nur bis Nummer 21.
egal. So, ja. Wir verabschieden uns jetzt nach diesem Viertel kurz in den Raum und sind gleich wieder zurück. Gerade haben wir nochmal den schönen Dreier von Konrad Wisocki gesehen mit Foul. Ja. Viertes Viertel und 67 Punkte von Griesheim, geht in Ordnung, ne? Ja, geht in Ordnung. Erstaunlich trotz dem ersten Viertel, dass es doch so relativ gut punkt nach dem dritten Viertel. Oh, Magna Gora mit einem guten Start. Ich wollte gerade sagen, bei Dresden läuft noch nicht so viel zusammen, aber... Ja, und Dresden 9 von 22 Dreier irgendwie... Absolut krasse, gute Statistik, aber es hilft nicht. Die Dreierquote passt, aber eben, wenn man schlechtere Zwei-Punkte-Quote als Dreierquote hat, ist das schon sehr aussagekräftig. Ja. Ja, und Chris dann mit dem absolut schwierigen Wurf. Aber das ist halt eben auch so, bei Kreuzheim läuft es jetzt und dann fallen diese Würfe halt auch. Ja. Ja, ich will es nicht schwarz malen hier für die Dresdner Fans, die vielleicht eingeschaltet haben, aber 17 Punkte aufzuholen, das wird sehr schwierig, wollte ich gerade und habe ich auch gesagt. Aber in dem Moment kommt der Dreier. Ich hoffe natürlich, dass sie sich nicht aufgeben, einfach um hier eine gute Partie noch abzuliefern. Ja, weil wenn man hier eine 30-Punkte-Klatsche kriegt, dann ist das natürlich überhaupt nicht gut für Selbstvertrauen. Schönes Spiel. Wunderschön geschossen. Ja. Na, gesehen? Wie Chase Griffin den Dreier verweigert, um eben Konrad Wisocki den Ball zu geben. Und der sieht dann noch Patrick Flomo und das kommt eben zum einfachsten Punkt. Ja. Und den muss David Stoner reinmachen. Ja. Das ist einfach ein Spieler seines Kalibers, der im Schnitt 17, 18 Punkte macht. Ja. Der muss so ein Ding reinmachen. Er hat heute schon 4, 5 Korbleger vergeben. Also der ist auch nicht ganz anwesend. Ja, es sind auch oft so einfache Dinge unter dem Kopf, wo ich dann auch gerade was gegen den Center, aber eben auch mal gegen einen Kopf kleineren Spieler, wo ich eben einfach einen Layup habe, aber... Ja, und den Freiburg hat er jetzt auch nicht getroffen. Ja, das sind... Klar, wenn ich jetzt aber hier auch so zurückliege, dann bin ich halt auch nervös, weil ich will punkten. Ja, 2 Freiwürfe vergeben von David Stoner, der sonst 77% schießt. Also der ist heute absolut neben der Spur. Ja, ich glaube, dass das Ergebnis und die Atmosphäre hier einfach mitspielt. Jetzt Jeremy Woods. Nee. Also 4 Sekunden. Das verweigern sie alle. Ja, er wirft vielleicht noch jemand. Ich hatte schon Angst. Aber ich glaube, das hat jetzt auch ein bisschen mit Glück zu tun, dass hier noch ein Wurf
in der Zeit erfolgt ist, weil es sah so aus, wenn Chris Dunn die Wurfuhr nicht, die Uhr nicht wirklich im Blick hatte. Jetzt Turnover Dresden. Ja, auch Walter Simon total abseits hier vom Spiel. Überhaupt keine positiven Aktionen von ihm heute zu sehen. Jetzt Chase Griffin aus der Ecke. Patrick Flomo jedes Mal beim Offensive Rebound. Ja, gefällt mir, macht seine Sache ganz gut. So, Walter Simon mit einem, ich glaube, fast ein Airball war es. Ja, nicht so weit. Er war noch am Brett, aber er ist hinterm Korb. Und er ist auch, also letzte Saison hat er richtig gute Statistiken aufgelegt. Solide 10 Punkte gemacht, 7 Rebounds. Diese Saison nicht so richtig angekommen bisher. Oh. Ja, und Kreisheim. Macht er gut? Ja, macht mit das dem jetzt, Fake? Ja, richtig gut. Der Verteidiger springt, er geht unten durch, kriegt das Foul. Und Chris Dunn, naja, 9 Punkte, 7 Assists, 4 Steals. Ja, geht total in Ordnung. Also, ja, gerade diese Steals, die Turnover. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, die ganzen Steals rühren von guter Verteidigung her. Es ist nur so, aber bei beiden Teams die Turnover ist einfach nur leichtsinnig. Ja. Ja, Kreuzheim hat ja Dresden jetzt fast wieder eingeholt mit den Turnovern. Kreuzheim 13, Dresden 15. Und beide Teams ihren Schnitt fast erreicht. Ja. Du sagst es, Jonas, das ist nicht schön. Es war kein schöner Basketball und gleich just passiert der nächste. Oh, Bisotti vergibt einen einfachen Layup. Ja, er wollte das Foul. Er hat den Kontakt gesucht und dann und jetzt einfache Punkte für Dresden. Aber ich glaub, das reicht heute nicht mehr. Ich wünsche mir für die Jungs, dass sie sich noch eine gute Partie geben. Ja. Irgendwie doch nicht ihr Selbstvertrauen hier komplett liegen lassen. Nachdem sie letzte Woche gegen Trier gewonnen hatten. Also Turnover und 1 gegen 0. Ja. Timeout. Ja, kommt mal das Timeout. Also ich glaube, hier ist das Ding eigentlich schon durch. Aber 16 ja, Punkte in 6 Minuten, naja. Unser Coach nimmt jetzt die Auszeit, weil man merkt jetzt schon, dass bei Kreuzheim jetzt langsam wieder diese Unkonzentriertheit herkommt. Es gab ja bisher auch wenige Timeouts, also ja. Beide Coaches irgendwie, man will eigentlich gar nicht sagen zufrieden, das geht ja gar nicht, ja, nee, nachdem ja. Wie das Spiel so gelaufen ist, aber... Aber auch relativ wenige Fouls, wenn ich so, oder bei 16, ja, 16. Ja, ist ein guter Schnitt, 4-5 Fouls pro Viertel, aber ja, ich glaube, ja. Das geht auch relativ fair zu, obwohl wir hier zwei oder drei unsportliche Fouls gesehen haben. Ja, wobei diese unsportliche Fouls hätte man nicht als unsportliche Fouls pfeifen. Das war nicht so, es war keine Situation dabei, wo ich jetzt hier aufgesprungen wäre und deine Spieler verflucht hätte oder du aufgesprungen wärst und die Kreuzheimer Spieler verflucht hättest. Ja. Also sie spielen sehr fair. Gerade auch beim Fastbreak. Sie sehen, ich komme nicht hinterher, ich lasse ihn laufen. Ja, und genau das ist ja auch die Definition von Sportlichkeit. Ja, ja. Ich fand auch, das war in der, dadurch, es wurde jetzt die Regel geändert dieses Jahr, weil in der Beko, letztes Jahr nach Beko BBL war es ja immer so, dieser Fastbreak wurde ja immer unterbunden. Ja. Ich habe ja immer an der Mittellinie einen Cup, der langt rein und unterbindet den Fastbreak. Und das macht den Sport einfach nicht attraktiv, weil es kommt einfach keine, gerade diese Athletik kommt dann gar nicht mehr zur Geltung, wenn ich immer jeden Fastbreak einfach unterbinde. Und das wird ja jetzt diese Saison nach neuer Regel sofort mit unsportlichen Foul gewertet, wenn ich einen Fastbreak unterbinde. Das finde ich auch komplett in Ordnung, aber unterm Korb solche Fouls dann zu pfeifen, nee. nur weil sie der Definition entsprechen, ja, nee, das ist einfach Quatsch, das muss nicht sein. Ich finde, bei den Fastbreaken ja, ist das richtig gut. Ja. Aber ja, weil es ist ja eigentlich auch unsportlich, wenn sich das Team durch einen Turnover eine Chance erarbeitet und dann kommt der andere fast nur rein, hält nur seinen Arm rein. Ja, also im Sinne die Regel natürlich durchaus berechtigt. Aber, unterm Korb, ich finde, in der Schiedsrichterschulung muss das eben auch so durchsickern, worum es jetzt wirklich geht. Ja, unterm Korb will ich doch den Kontakt. Ich will doch hier ein bisschen... Unterm Korb gibt es nur Kontakt, das ist im Basketball eben so. Ne? Aber sei es drum. Schauen wir noch mal, ob David Stirner jetzt hier was fabrizieren kann. Schöner Pass. Ja, Airball hat er fabriziert oder unterstützt quasi mit seinem Assist. Ja, ich dachte, er macht ihn, weil Bisotti recht spät dran war mit der Defense, aber
James Woods wieder offen. Jeremy. Dreier. Jeremy Woods spielt auch richtig gut heute. 9 Punkte. Das ist auch unsportlich. Also wenn man das so auslegt, wie vorhin gepfiffen wurde. Aber sehe ich hier gerade Zuccacotti mit Double-Double. 17 Punkte, 13 Rebounds. Jo. Extrem stark. Lenk jetzt mal nicht hier von der Entscheidung ab, du. Also, das so, muss ich jetzt einfach sagen. Eine Entscheidung? Ja, die Entscheidung, hier ein ganz normales Foul zu pfeifen. Ich meine, wir beschäftigen uns schon die ganze Zeit damit. Helge Bauers lässt den Konkurrenten aussteigen und dann ist einfach der Arm, der Richtung, also die Hand des Verteidigers geht Richtung Arm des Angreifers. Nach ist nach Definition unsportlich. Nach der Linie, die sie da im ersten Viertel gepfiffen haben. Ja. Ist egal. Ja. Um Gottes Willen, ich will das überhaupt nicht so kleinkariert jetzt betrachten. Das ist eindeutig kein unsportliches Foul. Nein, das ist hier eine Situation, wo wir sagen können, macht das was aus? Nein, das macht nichts aus. Das wäre jetzt anders, wenn wir hier... Das wäre fair gewesen wahrscheinlich. Ja, aber wenn jetzt gerade mit 2 Punkten vorne wäre, dann wäre es eine andere Sache. Du musst, aber das darf eigentlich keine Rolle spielen. Du musst pfeifen, wie du siehst. Und auch konsistent so pfeifen. Aber ist auch vollkommen egal jetzt. Ja, das... Du hast ja recht. Das Spiel ist aussichtslos aus Sicht der Dresdner. Mit 23 Punkten hinten. Schon wieder. Die müssen sich hier fühlen wie die Rinder früher, oder? Richtig abgeschlachtet werden die hier unterdessen. Wie die Rinder am Mittwoch. War da drin. Mental Holt lebt noch. War da drin? Der lebt noch. Der war drin, ja. Ich dachte, war ein Airborne. Der ist irgendwie so komisch durch den Gegend. Ja, genau. Durch. Ja, sah komisch aus, aber das, war drin. Man hat gesehen, dass sich das Netz bewegt, aber man war sich nicht ganz sicher, ob er jetzt innen durch ist oder nur unten vorbei. Schöner No-Look-Pass, also versucht zumindest von Martin Bock. Aber dann waren zwei Verteidiger da und gerade der Weg, wo Zuccacotti durch wollte, waren zwei Mann und dann kommt der Ball eben. Chase Griffin, 2 Punkte Wurf. Macht er. Ja, der bessert also auch seine unterdurchschnittliche Statistik noch ein bisschen auf. Hat jetzt 12 Punkte, liegt also unterdessen im Soll. Ja. Und and one. David Stirner macht endlich mal einen Korbleger ein. Das muss ich einfach mal sagen. Ja, es waren schon, ich habe es vorher auch schon erwähnt, unterm Korb sehr viele einfache Punkte dabei. Auf beiden Seiten auch, wo einfache Punkte liegen gelassen wurden. Und dafür Würfe reingegangen sind. Vor allem auch bei Dresden Dreier reingefallen sind. Wo ist nichts Neues. Also für mich. Ja. Das ist auch kein Stolz, sondern das ist einfach so ein bisschen. Das ist einfach. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Sowas. Man lebt halt damit. Ja. Wenn sie fallen, ist es gut, aber der Coach hat wahrscheinlich jedes Training oder nach jedem Spiel ein schlechtes Gewissen, weil er halt weiß, irgendwann, gerade so wie heute, irgendwann fallen sie halt nicht. Und dann ist zwar schön und gut, wenn die Würfe fallen, dann habe ich was davon, aber ich kann halt nicht davon leben, weil... Ja, beide Mannschaften haben rein statistisch gesehen mehr Dreier getroffen, als sie im Schnitt treffen. Etwa 9 Dreier bei Kreisheim im Schnitt, 10 bei Dresden und beide Teams etwa einen Dreier schon drüber. Sie werfen auch extrem viele Dreier. Ja, 33. Mehr Dreier als Zweier. Ja. Bei also es geht extrem viel über außen. Wobei, es ist interessant, dass man bei Kreisheim Zuccacotti als Topscorer hat. Und um Korb, aber trotzdem extrem viele 3-Punkte-Würfe hat. Ja, es ist quasi Dreier und Kotti. Kotti für 3. Ja, genau. Das wäre mal was. Er hat auch einen getroffen, ne? Nee, hat keinen genommen. Nee, Kotti. Der schießt keine Dreier. Nee, der wirft keine Dreier. Das macht er nicht. So, also, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich würde mich freuen, wenn Dresden hier nochmal ein bisschen aufpolieren kann. Ich glaube nicht dran, ja, so wie das Spiel bisher gelaufen ist. 20 Punkte. Das ist schon heftig. Ich denke, um den Dreh wird es ausgehen. Ja, ich denke auch. Aber es ist schon heftig, wenn du letzte Woche gewinnst und eigentlich denkst, Mann, da geht doch jetzt mal was, nachdem du 0 Siege in den ersten 4 Spielen eingefahren hast. Und dann wirst du hier zu Recht auch einfach vernichtet, würde ich mal sagen. Ja, es war... Ist ein herber Schlag. Vom Ergebnis her sieht es zwar super toll aus, das Spiel aus Kreisheimer Sicht, aber es war nicht toll. Ja, gegen andere Teams, weiter oben in der Tabelle rächt sich sowas. Ja. Da geht es dann nicht so glimpflich mit dem Sieg davon. Martin Bogdanov, der als Catch-and-Shooter bekannt ist, kann noch nicht so... Er macht die einfach einen Punkt, der Rekord. Er macht sie. Helge Bauers, ja, der macht ein gutes Spiel. Das ist
so ein bisschen der einzige Lichtblick auf Dresdner Seite mit seinen 16 Punkten, 9 Rebounds. Ja, und Randall Holt eben auch mit 16. Ja, Standard, ne, bei ihm, aber Helge Bauer ist bisher wirklich nicht so gut angekommen in der Saison, was die Punkte angeht. Er ist im Schnitt bei 7 Punkten, also heute sein Breakout-Game. Bogdanov. Denkst du, Mann, warum mache ich das nicht eher so? Und dann mit dem Buzzerbeater. Schön. Er freut sich, dass der Wurf auch mal fällt. Bedrängnis, ja, Andre Price, offener Dreier. Was macht der David Stoner? Das war's ganz Wahnsinn. Das wunderschön. Grandios und sehr schön gemacht von Martin Bogdanov. Und schon hat Greisheim 90 Punkte. Man hat es bei dem Wurf von Ricky Price gesehen, in der Defense, die Zuordnung, wie Bogdanov noch so mit dem Finger auf ihn zeigt, und aber keiner wirklich zu ihm hinläuft. Jetzt Chase Griffin. Also, ich dachte, er macht ihn direkt. Ich dachte auch, warum geht er da auf die andere Seite rüber? Total unnötig. Ich glaube, er dachte auch, er macht ihn direkt, aber... Nächster Dreier. Ja. Chase Griffin. Ja, das ist jetzt hier ein Trainingsspiel für jetzt, Greisheim. Jetzt muss die Auszeit von Dresden kommen, weil jetzt wird es ekelhaft. Ich bin zwar Greisheim-Fan, aber... Es ist unschön, jetzt, ne? Ja. Es ist nie ein schönes Spiel, liebe Zuschauer, wenn man mit mehr als 20 Punkten verliert. Nee, es ist einfach... Jetzt läuft doch gar nichts mehr zusammen bei Dresden und Greisheim kommt jetzt so richtig ins Flow. Also ich sag mal, Dresden hat von den bisherigen 38 Minuten maximal 10 Minuten wirklich gut gespielt. Den Rest, den kannst du in die Tonne klopfen, muss man einfach so sagen. Ich würde sagen, sie haben einfach die 68 Punkte durch ihre glücklicherweise hohe Dreierquote. Ja, fast die Hälfte der Punkte waren Dreier. Wenn man 32% Zwei-Punkte-Würfe hat, da kann irgendwas nicht funktionieren. Ja, also ich muss mich jetzt nicht weiter auslassen, nee, über Dresden. Es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig. Ich gönn's Greisheim hier den Sieg, den vierten Saisonsieg einzufahren. Und ja, ich meine, es ist auch nur ein Spiel. Das hakt man halt ab. Aber für Dresden bedeutet das eben Abstiegskampf so langsam. Ne? Ein Sieg, 5 Niederlagen. Dresden war halt jetzt gerade eigentlich mit dem letzten Spiel aus der Phase raus, dass man gesagt hat, man hat es jetzt gepackt, man hat jetzt gewonnen, jetzt gehen wir weiter Gas. Man hat mal wieder Luft geschnappt, ne? So ein bisschen. Man hat jetzt den ersten Sieg, jetzt gehen wir weiter Gas und jetzt wird man halt hier so abgeschossen. Nachdem eigentlich im ersten Viertel beide Teams sensationell schlecht gespielt haben. Ja. Nur Greisheim hat es eben geschafft, da rauszukommen. Dresden. Na, David Stoner macht jetzt endlich mal einen einfachen Punkt. Ich habe schon darauf gewartet, dass der auch vorbei springt. Dass er wieder gegen das Brett wirft und er hat 7 Punkte, das ist zu wenig. Schlechte Wurfquote. Ah, schlechter Pass. So, jetzt geht noch mal was für Dresden. Spaß. Block, Hände hoch, einfach geblockt. Einfach geblockt. Zu optimistisch. Oh. Oh nein, das hat er aber schön gespielt. Und jetzt kriegen sie das offensiv vor. Also dass man Bock dann auf dieses Offensivball da haben wollen, war ja fast schon anfängerhaft schlecht. Ja. Aber er hat einfach auch die Kontrolle, Balance verloren, da kann man schon mal hinfallen. Das will ihm jetzt keine Schauspielkunst unterstellen. Aber auch Randall Holt, trotz seiner 16 Punkte, absolut neben sich heute. Also es ist nicht der Randall Holt, der hier souverän seine Mannschaft anführt. Ja. In keinster Weise. Nee, das der muss sich auf jeden Fall straffen. Denn Dresden braucht ihn. Das ist eben so in Dresden. Es gibt nicht so viele gute Spieler, sage ich jetzt mal, auch wenn das blöd klingt. Aber er ist eben ein Leistungsträger. Man sieht es ja mit zwei Spielern, die jeweils 20 bzw. 17 Punkte im Schnitt machen. Man ist halt davon abhängig, dass die Spieler funktionieren. Ja. Wenn bei den Spielern nichts läuft, dann fallen halt gleich mal... Ja, das Treffen zusammengefasst. Das bei Greisheim ist es immer viele Spieler, die gerade zweistellig scoren. Also zumindest laut Statistik im letzten Spiel. Heute. Ja, auch 15 Spieler, ja. 14, 11, 10. Da ist man eben nicht so abhängig.
dass aber in den letzten Spielen in entscheidenden Situationen manchmal das Gefühl hatte, der Kader ist zwar tief, aber ich habe jetzt nicht so den einen Spieler, der dann, wenn es drauf ankommt, aber gut. Na, er verteilt sich dann natürlich. Wer übernimmt denn die Verantwortung? Ja. Das ist dann die Frage, ne? Bei Dresden hat man diesen Spieler, wenn der Spieler halt nicht funktioniert, ja, hat man auch nichts davon. Also da muss man noch viel Arbeit reinstecken aus Dresdner Sicht. Viel, viel Arbeit, denn in der Verteidigung läuft es einfach nicht. Das ist auch kein Geheimnis. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Die Schiris pfeifen die Fouls bis zum Ende. Ja, die wollen einfach vermeiden, dass es hier nochmal hochkocht. Ja. Dresden einfach sichtlich niedergeschmettert, frustriert, verärgert. Irgendwie auch schämen die sich wahrscheinlich für ihre Leistung. Das ist auch ja, weil teilweise angemessen. War halt einfach. Ja klar, Trott, die, war einfach die Spieler haben ja alle das erste Viertel miterlebt. Nach dem ersten Viertel hätte wohl kein Spieler sagen können, dass das hier so ausgeht. Ja, absolut. Und auch wenn der Holfer gibt nochmal einfache Punkte. Jetzt bezeichnend für den Verlauf des Spiels. Und jetzt darf Kreisheim den Sieg fahren. Herzlichen Glückwunsch schon mal an danke, dieser Stelle. Danke. Und so, nächster Heimsieg. Und diesmal ein deutliches Statement. Gut. Deutliches Statement klammern wir mal ein, weil es war jetzt nicht durch gute Defense. Ja, 30 Punkte nochmal im letzten Viertel. Also das ist eine ordentliche Nummer. Dresden konnte heute einfach nichts dagegen ausrichten, dass Kreisheim einfach das stärkere Team war. Und Dresden Anzahl hat nicht einmal geführt im heutigen Spiel, das ist auch selten. Für Basketball sehr selten. Ja. Ich würde mal sagen, das kommt kaum vor, dass es keine Führungswechsel gibt. Ja. Aber am Ende, wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann ist einfach ganz klar, die Bankspieler haben es heute auch für Kreisheim deutlich rausgerissen. 42 Punkte von der Bank, das ist quasi knapp die Hälfte der Punkte, wo von der Bank kommt. Das ist auch überdurchschnittlich viel. Ja, und ich meine, bei den Turnovern sind wir schon mal hängen geblieben. Wir tun es noch mal kurz. 20 Turnover für Dresden. 20. 16 für Kreisheim. Das ist, ich sag mal, für den Verlauf des Spiels in Ordnung, ja, weil das also auch sehr hektisch zuging teilweise. Aber trotzdem einfach zu viel, ja, vor allem für Dresden. Ja. Da kannst du kein Spiel gewinnen. Nee, da waren auf beiden Seiten viele dumme Turnover dabei und eben auch aber auch wieder extrem wenig Punkte aus den Turnovern gemacht. Ja. Dafür aber Kreisheim umso besser, was die Assists anbelangt. Ja. Weiß nicht, liebe Zuschauer, ob wir nochmal die Statistiken präsentieren können. Sonst ja, warten wir einfach noch einen Moment, bis unsere Grafiker ihre Arbeit geleistet haben. Oder eure Grafiker, ja, was übrigens sehr schön ist. Ich wünsche mir in Dresden, dass wir das auch bald haben, aber wir haben da sehr viele Baustellen, versuchen uns stetig zu verbessern. Ja, bei uns war es ja so, vor der BBL gab es ja schon einen Livestream. Ja. Und das alte Team ist jetzt, also zum Beispiel unser Anführer, Chef, Kopf der Organisation ist immer noch dabei. Ja. Und er wusste, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir eben einen Sponsor, der die ganze Technik sponsert und dann funktioniert es halt auch. Ja. Und eben halt auch wieder viele Ehrenamtliche, so wie überall in Kreisheim. Alles durch viele Ehrenamtliche möglich gemacht. Ja, so soll es ja auch sein. Zu viel des Guten ist natürlich auch nicht gut, wenn es nur ehrenamtlich ist. Aber solange man Spaß an der Sache hat, ist das weil auch bei uns super. Muss jetzt, wenn die Spieler vom Feld sind und alles erledigt ist, kommt dann gleich schon das ehrenamtliche Abbauteam und der komplette Boden kommt heute Nacht noch raus. Ja, ist bei uns auch so. Wir haben auch von den Farben her dasselbe Parkett. Also wenn du mal einschaltest oder die Kreisheimer Lust haben, mal Dresdner spielen zu sehen, dann einschalten. Da sehen die das gleiche Parkett etwa. So, und ich glaube, wir können uns jetzt verabschieden, weil wir dürfen jetzt gleich nicht mehr zu hören sein. Also ja, ich habe mich riesig gefreut, muss ich nochmal sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, war kein schönes Spiel, aber ich gönne es euch, dass ihr den Sieg mitgenommen habt. Und ja, vielleicht sehen wir uns in Dresden, vielleicht kommt da jemand mit. Ich weiß bestimmt nicht, wann das Spiel ist, aber ich bin gespannt, ob wir dann in Dresden ein bisschen besser vorbereitet sind. Ja, wenn sind ihr wollt, also wir wären bestimmt bereit, einen Kommentar von mitzuschicken. Ja, da reden wir nochmal drüber, auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Ja. Also, liebe Zuschauer, machen Sie es gut und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
Ja, wir sehen uns beim Medientalk. Hier neben mir Konrad Wisocki. Glückwunsch zum Spiel, Konrad. Zweites Viertel richtig gut, im vierten Viertel nochmal Gas geben. Was war der Schlüssel zum Erfolg für den Sieg heute? Das hat bei den Rebounds heute eindeutig besser ausgesehen. Ich glaube, wir haben hinten ordentlich zugemacht, haben geguckt, dass die meistens nur einen Wurf kriegen. Ist uns nicht immer gelungen, aber das hat heute besser ausgesehen. Dresden ist eine Mannschaft, die sehr schnell spielt, sehr viele Würfe nimmt. Das heißt, wir wussten, dass wir viele, viele Ballkontakte haben werden, dass wir viele offene Würfe kreieren können. Das haben wir heute gemacht. Haben mehr oder weniger gut getroffen. Und ich glaube, wir haben die Aggressivität dominiert. Und das ist das, was den Ausschlag gegeben hat. Ingo Enskat sprach vorm Spiel in der Presse, dass er die Leistungsträger, die Erfahrenen in die Verantwortung nehmen müsste. War das heute so? Konnte er das Zepter übernehmen? Ich glaube, es gibt einen feinen Unterschied zu Verantwortung übernehmen und Sachen forcieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Leute haben, die... unser Ziel ist es, am Ende als Meister dazustehen, aufzusteigen. Das heißt, wir müssen die bestmögliche Mannschaft haben und das bestmögliche Teamplay haben. Von daher müssen wir daran arbeiten, so früh wie möglich. Wenn wir ein, zwei Sternchen in der Mannschaft haben, nützt uns das gar nichts. Von daher hoffe ich, dass es so ausgeglichen ist wie heute, dass wir vier, fünf Leute haben, die zweiständig punkten, dass der Ball gut läuft, dass wir gut rebounden, dass jeder seine Rolle weiß. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als irgendwelche Leistungsträger, die 30 Punkte machen. Da hast du durchaus recht. Jetzt erstmal Glückwunsch zum Spiel. Wir freuen uns über den Sieg. Geh du zu den Fans, hab Spaß und wir sehen uns alle wieder am 4.11. in der Arena. Danke, danke. Ja, wir warten kurz auf natürlich Thomas Isalo, auf den Coach der Gegner, auf Steven Klaus und auf einen Spieler der Dresden Titans und melden uns gleich wieder hier. Ja, neben Helge Baus, am Ende war es dann doch deutlich, 97 zu 71. Das erste Viertel sah für euch ganz gut aus, auch bis zum zweiten Viertel. Dann kam der Einbruch. Woran lag es letztendlich? Wir waren ein bisschen überrascht, würde ich sagen, von der Art, wie Kreisler Defense gespielt hat, dass sie unsere Pick and Rolls geswitcht haben. Und dann haben wir uns eigentlich ganz gut reingefunden im zweiten Viertel. Aber am Ende, glaube ich, haben wir uns auch ein bisschen die Kräfte gefehlt, gegen die harte Defense von Kreisler weiterhin zu scoren. Okay, am Ende, ihr seid aufgestiegen. Was ist das Ziel für euch in der Saison? Drin bleiben, okay. Komm gut nach Hause, komm gut nach Dresden und viel Erfolg weiter in der Saison. Danke. Die Karte.
Hallo, ich bin's wieder, der Jean. Ich wollte jetzt noch mein Fazit zum Spiel abgeben. Ich finde, die Merlins haben heute eine kämpferische, gute Leistung abgezeigt. Es war heute bis in Mitte, dritte Viertel eine spannende Partie und es ging hin und her. Die beiden Center, Pat und Tucker, haben heute fantastisch gespielt. Dann hat auch noch Konrad Wisocki losgelegt und dann war der Sieg geritzt. Insgesamt eine klasse Leistung der Merlins und ein eindeutiger Sieg. Dankeschön. Jetzt gebe ich noch mal ab an Jana. Ja, und damit verabschieden wir uns auch mit einem Sieg aus der Arena Hohenlohe und bis zum nächsten Heimspiel. Wiedersehen. We'll be right back.